Alors c'est bien du Roundup, des herbants, grands travaux. Celui-là, mais, c'est, ça c'est du nouveau. Mais je vois sur celui-là, il y a marqué biodégradable. Ça c'est l'ancien. Maintenant, il ne marque plus biodégradable. Ben, là, donc ça ne doit plus être biodégradable, c'est le même produit. C'est parce qu'ils ne doivent plus avoir le droit de le marquer, c'est, ça ne doit pas être vraiment biodégradable. Eh, fais gaffe de, qu'on n'en reçoive pas dans la figure. Non, même, non, non, ben, je ne suis pas. Parce que... Je suis pas un assassin. Hein. Diese Roundup-Ready-Sojabohnen sind heute reif zur Ernte. Sie dürften einen Wassergehalt von etwa 11,5% haben. Genau richtig zur Ernte. Vor etwa 8 Jahren habe ich zum ersten Mal in einer Agrarzeitschrift über Roundup-Ready-Sojabohnen gelesen. Sie schienen eine geniale Innovation zu sein. Bei dieser Soja wird ein Protein genetisch in die Pflanze eingebracht. Und das macht die Pflanze gegen Roundup resistent. Roundup wird auf die Pflanzen gesprüht. Das hat entscheidende Vorteile. Sehen Sie sich mein Feld an. Da finden Sie kein Unkraut. Utilisé selon le mode d'emploi, Roundup ne présente pas de risque particulier pour l'homme, les animaux domestiques et leur environnement. Marque déposée de Monsanto, fabriquée en Belgique. Si tu vois des escargots, t'en mets pas dessus, hein, parce qu'ils seront immangeables. Hein. Alors attention aux fraisiers. Hein. Ich empfehle den Landwirten in Europa, sich die Roundup-Ready-Technologie näher anzusehen. Sie ist wirklich sehr gut für die Umwelt. Ein nachhaltiges System. Probieren Sie es aus. Monsanto. Seit 20 Jahren reise ich nun schon durch die Welt und überall habe ich von diesem multinationalen amerikanischen Konzern gehört. Nicht immer Gutes. Ich wollte mehr erfahren und habe monatelang im Internet gesurft und geduldig die Puzzleteile zusammengesetzt. Auf seiner Internetseite stellt Monsanto sich als Agrarunternehmen dar, dessen Ziel es ist, den Landwirten der Welt dabei zu helfen, sauberere Lebensmittel herzustellen und dabei die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt zu verringern. Sein Vorzeigeprodukt ist Roundup, das seit 30 Jahren meistverkaufte Unkrautvernichtungsmittel der Welt. One shot. All it takes for weeds. Roundup. Monsanto ist auch Weltmarktführer in der Biotechnologie. 90% der GVOs, der gentechnisch veränderten Organismen, die auf der Erde angebaut werden, gehören ihm. Die meisten wurden gentechnisch verändert, um gegen den Einsatz von Roundup resistent zu sein, wie zum Beispiel Roundup Ready Soja. Die gentechnisch veränderten Pflanzen haben die Welt überschwemmt. Aber noch nie hat ein Produkt der Agrarindustrie so die Gemüter erregt und solche Auseinandersetzungen hervorgerufen. Warum? Worum geht es bei den gentechnisch veränderten Organismen? Und kann die Vergangenheit des Unternehmens erhellen, was es heute ist oder zu sein vorgibt? Das 1901 in St. Louis im Staat Missouri gegründete Unternehmen Monsanto war nicht von Anfang an für die Landwirtschaft tätig. Zunächst war es eines der größten Chemieunternehmen des 20. Jahrhunderts. Chemistry is working for you. And very likely Monsanto is working for you. Monsanto, where creative chemistry works wonders for you. Die von der Werbung gepriesenen Wunder haben aus Monsanto eines der umstrittensten Unternehmen des Industriezeitalters gemacht. Agent Orange, Aspartam,
Wachstumshormone, PCB. Die PCB, diese chemischen Öle, die als Isoliermittel in elektrischen Transformatoren verwendet wurden, waren fast 50 Jahre lang das Aushängeschild des Unternehmens. Sie hießen Aeroclor in den Vereinigten Staaten, Pyralen in Frankreich oder Clofen in Deutschland, bis sie zu Beginn der 80er Jahre verboten wurden. Monsanto PCB. Ein Artikel aus der Washington Post von 2002. Die Verseuchung durch PCB wurde von Monsanto jahrzehntelang verschwiegen. Das war in Anniston im Staat Alabama. Terry, mein kleiner Bruder, starb 1971 an Krebs, an einem Hirntumor und an Lungenkrebs und an einer Verengung der Herzarterien mit 16. In den letzten 3 Jahren habe ich fast alle meine Freunde verloren. Sie sind an verschiedenen Krankheiten gestorben, an Krebs, Diabetes, Hepatitis, an all den Krankheiten, die von PCB verursacht oder darauf zurückgeführt werden. Hier, die Monsanto Road. In dieser Gegend leben vor allem Schwarze und andere Minderheiten. Aber jedes dieser Häuser ist kontaminiert. Dieses Grundstück da drüben rechts haben sie gerade erst gesäubert. Das hier war eine reine Wohngegend. Die Familien, die hier wohnten, mussten alle wegziehen. Ihre Häuser wurden abgerissen. Mein Bruder ist in diesem Haus gestorben. Hier bin ich aufgewachsen. Und sehen Sie die Wiese da drüben? Da haben sie PCB vergraben. Monsanto erhielt die Genehmigung, in Anniston PCB zu vergraben. Das ist Snow Creek. Das Bachbett haben sie jetzt zementiert. Der Kanal kommt aus dem Berg, das PCB freisetzt und trägt es bis hierher. Und es war giftig. Das haben sie nie gesagt. Sie haben den Staat informiert, aber der Staat hat uns nicht informiert. PCB, Monsanto wusste Bescheid. Aber was genau wusste das Unternehmen? Eine von dem Umweltschützer Ken Cook geleitete Umweltorganisation aus Washington hat die internen Archive des Unternehmens ins Netz gestellt. Die meisten haben den Vermerk vertraulich. Nach Lektüre vernichten. Ein Dokument von 1937. Der Kontakt mit PCB ruft toxische Auswirkungen auf den gesamten Organismus und akneähnliche Hautausschläge hervor. 1961, nach dem Platzen einer Rohrleitung in einer Fabrik, die PCB verwendet, weisen Arbeiter Symptome einer Hepatitis auf. 1966, Wissenschaftler setzen Fische im Wasser des Kanals von Snow Creek aus. Alle starben nach 3,5 Minuten. Verschmutzung. Ein 1970 an die Verkaufsleiter gerichteter Brief. Aus diesem Dokument geht die ganze Geschichte hervor. Wir können es uns geschäftlich nicht leisten, auch nur einen Dollar zu verlieren. Monsantos Nachbarn in Anniston wurden nicht über die Vergiftung informiert, der sie ausgesetzt waren, weil das Unternehmen nicht einen Dollar verlieren wollte. Erst als Anwälte für die Menschen in Anniston vor Gericht zogen und das Unternehmen gerichtlich zwangen, diese internen geheimen Unterlagen offenzulegen, erfuhren wir, was Monsanto wusste. Die Leute bei Monsanto kannten die Wahrheit von Anfang an. Sie haben gelogen, die Wahrheit vor ihren Nachbarn verheimlicht und in vielen Fällen vor den Behörden verschleiert. Und wenn sie den Behörden gegenüber Informationen offenlegten, aufgrund derer hätte gehandelt werden müssen, dann stellten sich die Behörden nicht auf die Seite der Menschen, sondern auf die Seite des Unternehmens. Sie bezogen Stellung für Monsanto, unverzeihlich. Sind das alle Ihre Medikamente? Ich habe hier noch mehr.
Wie viel haben Sie in sich? 63,8. Im Blut. Wenn man bei ihm eine Fettbiopsie durchführen würde, läge er wahrscheinlich mit etwa 3 oder 4.000 Milliardstel oder noch mehr an der Spitze aller Messungen. Wie hoch ist eine annehmbare Konzentration? 2,2 Milliardstel, also Nanogramm. Das ist weltweit der Standard. Aber wir hier haben eine höhere Konzentration im Blut und im Körper als die Menschen an jedem anderen Ort der Welt. Ist es üblich, über seine PCB-Konzentration zu sprechen? Wir reden alle darüber. Sogar Kinder sprechen mich auf der Straße an. Ich bin getestet worden und habe 3, so und so viel Nanogramm im Blut. Was meinen Sie, wie lange ich noch lebe? Diese Geschichte ist schrecklich. Aber was denken die Wissenschaftler darüber? Im Netz findet man zahlreiche Artikel über die Auswirkungen von PCB auf die menschliche Gesundheit. Einer der besten Spezialisten ist David Carpenter. Er hat die Untersuchungen der Einwohner von Anniston durchgeführt. Wir alle haben PCB im Körper, auch die Eisbären und die Pinguine. In der Vergangenheit wurde PCB an einigen Standorten freigesetzt. Aber im Laufe der Zeit ist es in die Luft und ins Wasser geraten und wurde weit transportiert. Dadurch ist heute die ganze Welt mit PCB kontaminiert. Durch den Kontakt mit PCB werden viele Krankheiten verursacht. Eine davon, die jeder kennt, ist Krebs. My test results stated that I had 202 parts per billion in my system. Frauen, die schwanger werden und PCB im Körper haben, bekommen ein Kind mit geringerem IQ. 29,6. PCB bewirkt eine Unterfunktion der Schilddrüse. PCB beeinträchtigt die Sexualhormone. He's 2001 haben 20.000 Einwohner von Anniston gegen Monsanto Klage eingereicht. Das Unternehmen und seine Tochterfirma Solusia wurden schließlich dazu verurteilt, 700 Millionen Dollar Schadensersatz an die Opfer zu zahlen, den Ort zu dekontaminieren und ein Spezialkrankenhaus zu errichten. Aber nicht eine Führungskraft von Monsanto wurde gerichtlich belangt. Im amerikanischen Rechtssystem werden die Unternehmensführung und leitende Angestellte äußerst selten strafrechtlich belangt. Wir müssen uns an die Zivilgerichte wenden. Wir zwingen die Unternehmen zu zahlen. Aber der Preis, den sie meist erst Jahrzehnte später zahlen müssen, entspricht nur einem Bruchteil ihres Gewinns. Deshalb rentiert es sich für sie, diese Probleme geheim zu halten. Wer weiß, was sie jetzt gerade geheim halten. Wir würden einem Unternehmen wie Monsanto nie vertrauen, wenn es um die Wahrheit über ein Umweltverschmutzungsproblem oder ein Produkt geht. Wir würden Monsanto nie vertrauen. Wir würden Monsanto nie vertrauen, hat Ken Cook gesagt. Vielleicht sehen wir uns mal das Beispiel Roundup an, das Lieblingsunkrautvernichtungsmittel von Gärtnern und Landwirten. Was ist es genau? Es ist der Markenname, den Monsanto dem Glyphosat gegeben hat, einem sogenannten nicht-selektiven Unkrautvernichtungsmittel oder Totalherbizid, weil es alle Pflanzen zerstört. Es wurde 1974 auf den Markt gebracht und hatte einen rasanten Erfolg, weil Monsanto stets versicherte, es sei biologisch abbaubar und unschädlich für die Umwelt. Roundup biologisch abbaubar. Ken Cook hat recht. Das Unternehmen wurde zweimal wegen irreführender Werbung verurteilt. Das erste Mal 1996 in New York. Das zweite Mal in Frankreich im Jahr 2006. Die Richter befanden, dass die Angaben biologisch abbaubar, lässt den Boden sauber und respektiert die Umwelt trügerische Werbebotschaften seien. Umso mehr als nach Studien, die die Monsanto-Gruppe selbst durchgeführt hat,
nach 28 Tagen ein biologischer Abbau von nur 2% erreicht werden kann. Deshalb ist auch der Vermerk biologisch abbaubar vor kurzem von den Packungen verschwunden. Aber das ist nicht alles. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Roundup hochgiftig ist. Ein Beispiel. Roundup ruft Funktionsstörungen bei der Zellteilung hervor. Eine Studie von Professor Robert Bellet. Professor Bellet arbeitet für das staatliche französische Forschungsinstitut CNRS und das Institut Pierre-et-Marie Curie. Er hat die Auswirkungen von Roundup auf befruchtete Seeigeleier untersucht. Überraschend war, Roundup wirkt an einer Schlüsselstelle der Zellteilung. Nicht auf die Mechanismen der Teilung selbst, sondern auf die Mechanismen, die die Zellteilung steuern. Dazu muss man wissen, wie ein Krebsgeschwür entsteht. Die Zellen sind nicht von Anfang an Krebszellen. Aber ab einem bestimmten Moment verändern sie sich. Und die Hauptveränderung liegt darin, dass sie in genetischer Hinsicht instabil werden. Diese erste Unregelmäßigkeit haben wir bei Roundup beobachtet und aufgezeigt. Deshalb sagen wir, Roundup bewirkt die ersten Etappen, die zu Krebs führen. Wir sagen bewusst nicht, es ruft Krebs hervor, weil diese Krebserkrankungen erst in 30 oder 40 Jahren sichtbar werden. Als wir dieses Ergebnis hatten, war uns natürlich sofort klar, was das für die Benutzer bedeuten konnte. Unsere Dosierungen lagen ja weit unterhalb der Menge, die die Leute verwenden. Wir sagten uns, verflixt, wir müssen irgendwie so gut und so schnell wie möglich die Öffentlichkeit alarmieren. Ich dachte, der beste Weg sei, mich an meine Aufsichtsorgane zu wenden. Und ich wurde sehr überrascht. Man hat uns nämlich geradezu gedrängt, es nicht zu veröffentlichen, weil die Frage der GVOs dahinter steht. Unglaublich. Die Giftigkeit von Roundup wird verheimlicht, um die Entwicklung gentechnisch veränderter Organismen zu schützen. Sehen wir uns die Geschichte der GVOs an. Nach Auskunft von Monsanto war Roundup Ready Soja die erste gentechnisch veränderte Nutzpflanze, die 1996 in den USA zugelassen wurde. Ihre Produzenten sind in der ASA zusammengeschlossen, dem amerikanischen Sojaverband. Dessen Adresse liefert mir die Internetseite von Monsanto. Sein Vizepräsident John Hoffman verteidigt die Biotechnologie uneingeschränkt. Im Frühjahr spritze ich einmal mit Roundup, um das Frühlingsunkraut zu vernichten. Und etwa 6 bis 7 Wochen später spritze ich noch einmal. Damit ist das Unkraut für den Rest des Jahres vernichtet. Bevor wir die Roundup-Technologie eingesetzt haben, war dieses Feld voller Unkraut. Wir mussten es per Hand jäten. Das war sehr arbeitsintensiv. Das Roundup-Ready-System spart mir Zeit und spart mir Geld. Offenbar verfügt das neue Wunder von Monsanto über alle Eigenschaften, um die Landwirte zu begeistern. Aber wie kann die Sojabohne den Einsatz von Roundup überleben? Hier eine Sojazelle. Im Innern der Zelle befindet sich der Kern, der die DNA enthält, die genetische Struktur. Um seine GVOs zu schaffen, verletzt Monsanto die Artenschranke. Die Forscher des Unternehmens haben ein Gen ausgewählt, das von einem Bakterium stammt und gegen Roundup resistent macht. Das Gen wird auf mikroskopisch kleinen Goldpartikeln fixiert, die mit einer Genkanone in die Sojazellen geschossen werden. Das Gen dringt in die DNA und produziert ein Protein, das es der Pflanze ermöglicht, gegen Roundup resistent zu sein. Wird das Unkrautvernichtungsmittel gespritzt, tötet es alles Unkraut. Außer Soja. Offen gestanden, eine enorme technische Leistung. Aber dennoch landet diese Sojapflanze, die dazu bestimmt ist, mit einem starken Unkrautvernichtungsmittel bespritzt zu werden, am Ende auf dem Teller des Verbrauchers. Man nimmt daher an, sie müsse sorgfältig untersucht worden sein, bevor sie auf den Markt kam. Wer war damals Landwirtschaftsminister? Dan Glickman. Er war von 1995 bis 2000 Minister unter Bill Clinton. Wo
In den ersten Jahren, in denen ich mich mit der Regulierung der Biotechnologie befasste, herrschte in den Vereinigten Staaten, im Agrobusiness und in unserer Regierung die Einstellung vor, marschiert man bei der schnellen Zulassung von Biotech-Produkten und GVO-Saatgut nicht geschlossen voran, ist man wissenschafts- und fortschrittsfeindlich. In der industriellen Landwirtschaft wollten etliche Leute nicht so viele Analysen, wie wir sie wahrscheinlich hätten durchführen sollen, weil sie hoch in das Produkt investiert hatten. Insbesondere als ich Minister wurde und dem für die Regulierung der Landwirtschaft zuständigen Ministerium vorstand, war ich starkem Druck ausgesetzt, das Thema nicht zu sehr zu forcieren, sozusagen. Selbst als ich in der Regierung Clinton den Mund aufmachte, hagelte es nicht nur aus der Branche Kritik, sondern auch aus den eigenen Reihen. In einer Rede sagte ich einmal, wir müssten die Zulassungsbestimmungen für gentechnisch veränderte Organismen sorgfältiger durchdenken. Da waren ein paar Mitglieder der Regierung Clinton, vor allem im Bereich Handel, sehr sauer auf mich. Wie können Sie im Landwirtschaftsministerium sich erdreisten, unser Regulierungssystem in Frage zu stellen? Also, in den Vereinigten Staaten hat der Landwirtschaftsminister nicht das erforderliche Gewicht gegenüber den Interessen der multinationalen Konzerne. Aber wie wird der Umgang mit GVOs in den USA geregelt? Der wichtigste Text dazu ist von der FDA veröffentlicht worden, der Food and Drug Administration, der Behörde, die für die Sicherheit von Nahrungs- und Arzneimitteln zuständig ist. Titel: Aus neuen Pflanzensorten abgeleitete Nahrungsmittel. Datum 29. Mai 1992. Grundsatz 1. Für Nahrungsmittel, die durch genetische Veränderungen hergestellt werden, gelten dieselben Regelungen wie für jene, die durch traditionelles Kreuzen von Pflanzen hergestellt werden. Die FDA beschließt also, keine eigene Kategorie für GVOs zu schaffen. Für weitere Fragen wenden Sie sich an James Mariansky, den damaligen Leiter der Abteilung für Biotechnologie. Die Regierung entschied, keine neuen Gesetze zu erlassen, weil sie der Auffassung war, es gäbe bereits genügend Gesetze, die für die zuständigen Behörden auch den Umgang mit neuen Technologien regelten. Das Weiße Haus ersuchte also die Behörde, eine Verfahrensrichtlinie zu verfassen, wonach GVOs keinen spezifischen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegen? Aber diese basiert nicht auf wissenschaftlichen Daten. War es eine politische Entscheidung? Ja. Diese umfassende Entscheidung betrifft auch nicht nur Lebensmittel. Sie gilt für alle Erzeugnisse der Biotechnologie. Was für ein unglaubliches Geständnis. James Mariansky gibt zu, dass die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich von GVOs auf einer politischen und nicht auf einer wissenschaftlichen Entscheidung beruhen. Wie aber wurde das begründet? Grundsatz 2. Die Bestandteile von Nahrungsmitteln, die aus einer gentechnisch veränderten Pflanze stammen, sind dieselben oder substanziell gleichen wie jene, die man gemeinhin in Nahrungsmitteln findet. Die FDA ist also der Ansicht, dass eine gentechnisch veränderte Pflanze einer konventionellen Pflanze entspricht. Das nennt man das Prinzip substanzieller Äquivalenz, das überall in der Welt übernommen wurde. Es steht im Zentrum der Debatte zwischen Befürwortern und Gegnern von GVOs. Wie konnte die FDA entscheiden, dass eine gentechnisch veränderte Pflanze einer konventionellen Pflanze entspricht? Die Gene, die heute mit Hilfe der Biotechnologie in die Pflanzen eingesetzt werden, erzeugen Proteine, die den Proteinen ähneln, die wir schon seit Jahrhunderten zu uns nehmen. So die offizielle Version der FDA. Sie wird heftig angegriffen von Jeffrey Smith, dem Verfasser mehrerer Werke über GVOs, Michael Hansen, einem wissenschaftlichen Experten beim Verbraucherverband, und dem Essayisten Jeremy Rifkin, dem ersten, der das Prinzip der substanziellen Äquivalenz angeprangert hat. The reason why GM crops are here
Es gibt heute deshalb genmanipuliertes Saatgut, weil in der FDA eine Täuschung vorgenommen wurde. Es hieß, dieses Saatgut unterschiede sich nicht von herkömmlichem. Man sprach von substanziell äquivalent und von nicht erheblichen oder einheitlichen Unterschieden, und das wurde in der Terminologie dann zu... Damit etwas als Grass, als sicher eingestuft wird, werden in der Regel mehrere von unabhängigen Gutachtern geprüfte Studien durchgeführt und veröffentlicht, und es bedarf einer breiten Übereinstimmung in Wissenschaft und Forschung. Der FDA lag weder das eine noch das andere vor. Die FDA argumentierte, bringt man ein Gen in eine Pflanze ein, ist dieses Gen DNA. Wir haben bisher und schon lange DNA gegessen. Deshalb können wir sagen, dies ist Gras. Wir versuchten zu erreichen, dass diese Elemente als Lebensmittelzusatzstoffe klassifiziert werden. Will man einem Lebensmittel auch nur eine minimale Menge eines neuen Farbstoffs zusetzen, eines neuen Konservierungsmittels oder eines anderen chemischen Stoffes, muss man alle diese Verfahren durchlaufen, um nachzuweisen, dass der Stoff das Kriterium der ausreichenden Gewissheit, dass kein Schaden verursacht wird, erfüllt. Manipuliert man aber ein Lebensmittel genetisch, verlangt die FDA überhaupt nichts. They don't require anything. Here in Washington, if you were to... Traf man sich hier in Washington abends auf einen Drink in einer der Bars, in der die ganzen Lobbyisten rumhängen, lachten alle nur darüber. Alle wussten, dass die sogenannte substanzielle Äquivalenz eine Farce ist. Das sollte nur übertünchen, dass diese Unternehmen, allen voran Monsanto, ihre Produkte schnellstmöglich und mit so wenig staatlicher Einflussnahme wie möglich auf den Markt und in die Umwelt bringen mussten. Und sie haben ihre Interessen sehr erfolgreich vertreten. In Meetings diskutierten Wissenschaftler von Monsanto mit den Wissenschaftlern der FDA darüber, welche Veränderungen sie vornahmen und wie. Dabei gaben sie der FDA quasi auch vor, welche Vorschriften für diese Produkte gelten werden. Kein anderes Unternehmen hat auf die Entscheidungsfindung auf höchster Ebene einen so überwältigenden Einfluss ausgeübt wie Monsanto auf die Regierung bei den Richtlinien für seine genmanipulierten Lebensmittel. Es gibt einmaliges Archivmaterial, in dem man George Bush Senior bei einem Besuch der Monsanto-Labore sieht. Dieser Besuch erfolgte 9 Jahre, bevor Roundup Ready Soja auf den Markt kam. What I'd like to do today is show you some of the steps we go through when we're moving genes from one organism into another. And you'll actually be doing the very little manipulations we do in the laboratory, where we take DNA, cut it apart, mix different pieces together, and then rejoin them, splice them back together. This tube contains DNA that was made from a bacterium. DNA would look the same whether it was from a plant. What are we saying here? Oh, I see. And this will lead you to do what? To have a stronger plant or a plant that's resists bugs? In this case, it resists the herbicide. I see. We have a fabulous herbicide. This is a chemical that will... Als George Bush den Sitz von Monsanto besucht, ist er Vizepräsident Ronald Reagans. Die Leitlinie der republikanischen Regierung ist die Entbürokratisierung. Es geht darum, die Industrie zu fördern, indem bürokratische Behinderungen wie Gesundheits- und Umweltverträglichkeitsprüfungen für neue Produkte so weit wie möglich reduziert werden. Genau sie sind für Monsanto problematisch. We have before USDA right now a request to test this for the first time on a farm in Illinois this year. And, yeah, hallucinating about it, we'll loosen up here. Yes, we will. And then the experience goes on and nothing happens because you can't. Yeah, and I would say, quite frankly, we have no complaint about the way USDA is handling it. They're going through an orderly process. They're making sure that they deal with these new things, they do them properly. And now, if we're waiting until September and we don't have our authorization, we may say something different. Call me. We're in a dereg business. 1988 übernahm Dan Quayle die Stelle von George Bush, der zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. 4 Jahre später gibt der neue Vizepräsident die amerikanische Politik hinsichtlich gentechnisch veränderter Organismen bekannt. Sie entspricht den Wünschen von Monsanto. We are taking this step as part of the President's Regulatory Relief Initiative, now in its second phase.
The United States is already the world leader in biotechnology, and we want to keep it that way. In 1991 alone, it was a $4 billion industry. It should reach at least $50 billion by the year 2000, as long as we resist the spread of unnecessary regulation. Do you think it was? Glauben Sie an eine Verschwörung? Verschwörung ist ein starkes Wort. Aus Unternehmersicht war es eine brillant durchgeführte Übernahme. Schon früh wurde ein Michael Taylor, stellvertretender Leiter der Food and Drug Administration, der FDA, etwa zu der Zeit, als die Behörde kurz davor stand, ihre politische Richtlinie herauszugeben. Wer ist Michael Taylor? Im Internet findet sich nur ein einziges Bild dieses Schattenmannes. Heute leitet er eine Stiftung mit dem Namen Ressourcen für die Zukunft. Hello, Marie Monique speaking. Hello, it's Mike Taylor. My questions are about your role. I mean, when you were working at the FDA, yeah? Before being hired by the FDA, you worked as an attorney for Monsanto during 7 years, didn't you? Well, I was a partner in a law firm of which Monsanto was a client. And I worked on some Monsanto matters, yes. And apparently, if I understood well what I read, the FDA created a new position for you, Deputy Commissioner for Policy? Well, because there was a special need at that time at the FDA because of the new GMOs? It had nothing to do with GMOs. Nothing at all to do with GMOs. I wasn't the author of these policies. But that's just false. Er wechselte im Juli 1991 zur FDA. Bis dahin hatte er in einer Anwaltskanzlei namens King & Spalding gearbeitet. Zu seinen persönlichen Mandanten zählten nicht nur Monsanto, sondern auch der IFBC, der International Food Biotechnology Council. Und er arbeitete für sie einen Vorschlag aus, wie die Zulassungsbestimmungen für genetisch manipulierte Lebensmittel zu formulieren seien. Vergleichen Sie diesen von Michael Taylor für den IFBC ausgearbeiteten Vorschlag mit der endgültig veröffentlichten Richtlinie, sehen die beiden einander sehr ähnlich. Wenn also nicht er sie verfasst hat, scheint jemand seinen Entwurf für die Richtlinie geringfügig verändert zu haben. Mr. Taylor war damals Deputy Commissioner. Er leitete das Projekt und war dafür verantwortlich. Er war für die Formulierung der Richtlinie zuständig und hatte dafür zu sorgen, dass das Projekt durchgeführt wurde. Monsanto hat sein Spiel also ausgezeichnet gespielt, sowohl das politische als auch das aufsichtsrechtliche. Das Unternehmen spielte auch eine Schlüsselrolle bei der Zulassung des Rinderwachstumshormons und in der Weise, wie mit Gentechnik umgegangen wird. Michael Hansen hat gerade vom Rinderwachstumshormon gesprochen. Worum handelt es sich? Offensichtlich ist es ein transgenes Hormon, das Kühen injiziert wird, um ihre Milchproduktion um 20% zu steigern. Das Mindeste, was man darüber sagen kann, ist, es findet keine allgemeine Zustimmung. Das Hormon bedroht unsere Gesundheit. Das tödliche Gift. Manipulation. Das RBGH, rekombinantes bovines Wachstumshormon genannte Produkt, wird seit 1994 von Monsanto unter dem Namen Posilac vermarktet. Posilac is the single most tested new product in history. You'll soon see the dramatic results Posilac can offer you. 1985 hat Monsanto bei der FDA Unterlagen eingereicht, um Posilac auf den Markt bringen zu dürfen. Die Fachleute der Behörde haben die von den Unternehmen an experimentellen Viehbeständen durchgeführten Versuche geprüft. Der bei der FDA für die Prüfung des Antrags zuständige Veterinär hieß Richard Barrows. In einem Interview hat er erklärt, Funktionäre der Behörde hätten Daten beseitigt und manipuliert. Thank you.
Aus den Daten, die sie einreichten, sprach mangelnde Kenntnis der Molkereiwirtschaft. Die entscheidenden Fragen zu Krankheiten wurden gar nicht gestellt. Vor allem nicht zu Mastitis, einer Infektion der Brustdrüsen und zu Fortpflanzungsproblemen. Als die ersten Daten eingereicht wurden und dieses Thema fehlte, sagte ich, Leute, liefert dazu erstmal Informationen. Das hat die Zulassung etwa 2-3 Jahre verzögert. Haben Sie die FDA über Ihre Bedenken informiert? Ich wurde einfach kaltgestellt. Mein Boss zog andere Kollegen hinzu, die mehr auf seiner Linie lagen. Und ich bekam kaum noch etwas von den Daten zu sehen. Nicht einmal die Antworten, die ich angefordert hatte, wie etwa die Mastitis-Studien. Sie dachten, stehst du uns im Weg, räumen wir dich eben beiseite. Also wurde ich einfach umgangen und schließlich entlassen. Eines Tages sagte man mir, das war's, ich war gefeuert. Haben Sie Drohungen erhalten? Ja, vor allem von Monsantos Anwälten. Als ich gegen meine Entlassung Beschwerde einlegte, sagten sie meinem Anwalt, sollte ich zu meiner Verteidigung Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens preisgeben, würden sie mich verklagen. Die FDA wurde dazu verurteilt, den allzu gewissenhaften Veterinär wieder einzustellen, der aber schließlich angeekelt kündigte. Zudem ist im Internet von Unterlagen die Rede, die der FDA gestohlen und an Dr. Samuel Epstein übermittelt wurden. Er leitet das Bündnis zur Krebsprävention. ...1990 veröffentlichte Professor Epstein einen Artikel in The Milkweed, einer großen Fachzeitschrift für Milch, die von dem Journalisten Pete Hardin geleitet wird. Dieser Exklusivbericht gründete sich auf geheime Unterlagen, die die beiden Männer genauestens unter die Lupe genommen hatten. Eines Morgens, wohl im Oktober, fand ich in meinem Büro eine große Kiste mit Unterlagen vor. Sie kam aus Washington, aber es gab keinen Hinweis darauf, wer sie geschickt hatte. Die Kiste enthielt alle Monsanto-Unterlagen, die der FDA zu den veterinärmedizinischen Tests der letzten 6 Jahre vorgelegt worden waren. Das war eine Freude. Viele dieser Unterlagen sind Originaldokumente und vertraulich. Sie enthalten vertrauliche Informationen, die weder vervielfältigt, unberechtigten Personen zugänglich gemacht oder an Personen außerhalb des Unternehmens verschickt werden dürfen. Für einen Enthüllungsjournalisten wie mich sind das genau die Dinge, über die ich gerne berichte. Die Offenlegung dieser Informationen verärgerte Monsanto und die FDA über alle Maßen. Denn wir konnten nachweisen, dass bei den Tieren, die die Hormonspritzen bekamen, dramatische physiologische Veränderungen auftraten, die in der Kontrollgruppe nicht vorkamen. Die Eierstöcke der Kühe zum Beispiel, die das synthetische Hormon gespritzt bekamen, waren in den verschiedenen Behandlungsgruppen jeweils rechtzeitig größer. 34%, 42% und 44%. An anderer Stelle geht aus den gestohlenen Akten hervor, dass die behandelten Tiere erhebliche Probleme bei der Fortpflanzung hatten. The data is conclusive. We provided the data, the raw data. And summary data is peer-reviewed data not done by us to support the submission. Every health authority who has looked at bovine somatotropin has found that it is completely safe for consumers. Für Monsanto stellt das Hormon nicht nur keinerlei Problem dar, es hat sogar Vorteile für den Verbraucher. Da die chemische Zusammensetzung der Milch durch die Verwendung von Porcilac nicht beeinträchtigt wird, gibt es keine Veränderung ihrer Eigenschaften und ihres Geschmacks. It's untrue or lie, whatever the adjective. Es ist unrichtig, eine Lüge, je nachdem, wie deutlich man werden will. Es ist in vielerlei Hinsicht ein völlig anderes Produkt. Zunächst leiden die Kühe sehr viel häufiger an Mastitis und es gelangt Eiter in die Milch. Zudem findet man in der Milch viele verschiedene Antibiotika, die den Kühen verabreicht wurden, um die Mastitis zu behandeln. Unabhängig davon und immens wichtig, weist die Milch einen deutlich erhöhten Gehalt an IGF-1, dem insulinähnlichen Wachstumsfaktor 1, auf.
Es wurden um die 60 Studien durchgeführt, die den erhöhten IGF-1-Gehalt in Verbindung bringen mit Brustkrebs, Darmkrebs und Prostatakrebs. Eine absolut verblüffende Geschichte. Gibt es andere Länder, die das RBGH zugelassen haben? Offensichtlich wurde das Hormon in Europa und in Kanada verboten. Sogar in Kanada. Und dabei richtet sich die kanadische Gesundheitsbehörde Santé Canada gewöhnlich in ihren Entscheidungen nach der FDA. RBGH-Skandal bei kanadischer Gesundheitsbehörde. Monsanto wird des Korruptionsversuchs beschuldigt. Im Oktober 1998 haben drei Wissenschaftler der kanadischen Gesundheitsbehörde vor einem Senatsausschuss ausgesagt, um sich der Markteinführung des gentechnisch veränderten Hormons zu widersetzen. Die Sache wurde von Dr. Shiv Chopra ausgelöst, jemandem, den man auf Englisch als Whistleblower bezeichnet. Sagen wir jemand, der Alarm schlägt. Ich musste mich fragen, welche Wahrheit ich vermitteln wollte. Die, die ich kenne, oder die, die mir das Ministerium vorschreibt, zu vermitteln. Das war mein Konflikt. Sind Lobbyisten von Monsanto an einen von Ihnen herangetreten? Senator Hayden? Ich nahm 1989 oder 1990 an einem Meeting teil, bei dem Vertreter von Monsanto mit mir, meinem Vorgesetzten Dr. Grainen und meinem Direktor Dr. Messier sprachen. Damals machte das Unternehmen ein Angebot über 1 bis 2 Millionen Dollar. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber mein Direktor deutete an, er werde es seinen Vorgesetzten melden. Wie reagierte Monsanto? Monsanto stritt das nicht ab. Später versuchten sie es anders darzustellen. Das war ein Forschungsangebot, um in Kanada weitere Studien an Kühen durchzuführen oder so. In Kanada wurde das Mittel nicht zugelassen. Auf diese Enthüllungen stützte sich dann das Europäische Parlament und verbot es ein für alle Mal. Und plötzlich wurden wir drei, Margaret Hayden, Gérard Lambert und ich, wegen Ungehorsam entlassen. Sie wurden gefeuert. Alle drei. Unsere Gerichtsverfahren laufen noch. Auf Forderung von Gegnern des gentechnisch veränderten Hormons hatte auch der amerikanische Kongress eine Untersuchung eingeleitet. Diese Gegner verlangten vor allem die Aufhebung des Verbots, die Produktionsart der Milch kenntlich zu machen, weshalb die Verbraucher nicht entscheiden können. Merkwürdigerweise hat die Untersuchung des Kongresses nie zu einem Ergebnis geführt. BGH is a test of consumer acceptance of genetic engineering. In the garbage. In the garbage. In the garbage. The cow hormone drug. Das Rinderhormonpräparat war die erste groß angelegte Anwendung von Biotechnologie in der Lebensmittelerzeugung. Und Monsanto ist ein mächtiger Konzern mit guten Verbindungen auf höchster Regierungsebene. In der Regierung herrschte wohl damals die Auffassung vor, Biotechnologie ist so wichtig, dass uns da ein paar Fragen zur Gesundheit von Rindern und Menschen nicht in die Quere kommen dürfen. Die FDA hat das Mittel deshalb zugelassen, weil viele Leute Schlüsselpositionen innehatten, die vorher bei Monsanto gearbeitet hatten. Viele ehemalige Monsanto-Mitarbeiter kamen zur FDA und brachten sie dazu, das Arzneimittel zuzulassen. Es sind Revolving Doors, die nach oben führen. Eine Art Spirale. Drehtüren. Ja, Drehtüren. Diese Revolving Doors gibt es nicht nur in der Landwirtschaft. Das Phänomen ist in vielen Bereichen verbreitet. Donald Rumsfeld war alleiniger Geschäftsführer von Searle, einem Tochterunternehmen von Monsanto. Der ehemalige US-Handelsbeauftragte Mickey Cantor wurde später Boardmitglied bei Monsanto. Richter Clarence Thomas arbeitete früher für Monsanto. Monsanto Revolving Doors. Der unvollständige Stand der Dinge 1999. Linda Fischer wechselt von der EPA, der Behörde für Umweltschutz, zu Monsanto.
Michael Friedman von der FDA zu Monsanto. Marsha Hale und Josh King wechseln vom Weißen Haus zu Monsanto. Margaret Miller von Monsanto zur FDA. William Ruckelshaus von der EPA zu Monsanto. Nicht zu vergessen Michael Taylor, der mehrmals hin und her wechselte. Once your mission carried out by the FDA, you became Monsanto's vice president for public policy. Right. So there was no conflict of interest for you. No, and again, the rules are the rules, and I played within the rules. I think in terms of public acceptance, it's been one blunder after another. If you're trying to have a strategy for having the public understand and accept the new technology, having the first application of it be related to milk, which we already have more than we need, it created, you know, it helped create a climate of suspicion. I think the idea that companies are not required in every case of a GMO to submit the product to FDA, such as is required in Europe, I think that, from a public confidence, public acceptance standpoint, that's not a sufficient system. I personally have said that Congress should change the law. Congress should create a mandatory notification system that ensures that every product is looked at by FDA and that FDA makes a safety judgment about every product. Ein höchst interessantes Geständnis. Offensichtlich bedauert Michael Taylor die gesetzlichen Regelungen, die er 1992 unterschrieben hat. Was dachten die Wissenschaftler der FDA darüber? Waren sie sich einig hinsichtlich der Regelungen zu gentechnisch veränderten Organismen? Interne Unterlagen zeigen, dass die Behörde die Besorgnis ihrer eigenen Wissenschaftler ignoriert hat. Verfasser Stephen Drucker. Stephen Drucker ist ein Anwalt, der für ein Bündnis von Nichtregierungsorganisationen arbeitet. Er hat gegen die FDA Klage eingereicht und die Befreiung von der Geheimhaltungspflicht ihrer die GVOs betreffenden Unterlagen erreicht. Wir erhielten über 44.000 Seiten aus den Akten der FDA. Aus ihnen ging hervor, dass die FDA die Welt seit 1992, wenn nicht schon länger, belogen hat. Aber sie lügt noch immer. Sie behauptet, unter Wissenschaftlern herrsche Übereinstimmung, dass genveränderte Lebensmittel ebenso sicher sind wie konventionell produzierte. Und es gebe genügend Daten, die dies untermauerten. Beide Behauptungen sind eklatante Lügen. Both of those claims are blatant lies. There are several examples. For instance, Dr. Zum Beispiel schrieb Dr. Louis Pribble von der Mikrobiologiegruppe der FDA: Es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen den Arten unerwarteter Auswirkungen, die sich aus herkömmlichen Züchtungen und aus Gentechnik ergeben können. Dann fügte er hinzu: Bestimmte Aspekte der Gentechnik können gefährlicher sein. Die von den verschiedenen wissenschaftlichen Experten der FDA geäußerten Bedenken waren so eindeutig, dass die für die Verfolgung und Zusammenfassung der Stellungnahmen der Experten verantwortliche Beamtin bei der FDA, Dr. Linda Carl, ein Memo an den Biotechnologie-Koordinator der FDA, Dr. James Mariansky, schrieb. According to the internal FDA's files, nach den internen Akten der FDA, die inzwischen zur Veröffentlichung freigegeben wurden, gab es unter den Wissenschaftlern der FDA zahlreiche Kritiker des Vorgehens. Ich habe hier beispielsweise ein Memorandum, das Linda Carl an Sie geschickt hat. Richtig. Sie schrieb, die gentechnischen Verfahren unterscheiden sich wesentlich von herkömmlichen Zuchtverfahren. Von herkömmlichen Zuchtverfahren und nach Auffassung der Fachexperten der FDA beinhalten sie andere Risiken. Es hatten einfach viele Leute unterschiedliche Standpunkte. Natürlich schrieb Linda Carl das in ihrem Memo, aber letztendlich haben alle Wissenschaftler das Verfahren unterstützt, auf das wir uns geeinigt haben. Die FDA hat natürlich den Einsatz der Gentechnik untersucht und es liegen ihr keine Informationen vor, dass die Nutzung Produkte erzeugt, die sich in ihrer Sicherheit oder Qualität von herkömmlichen unterscheiden. Schon vor den Warnungen in den Memos der eigenen Wissenschaftler hatte die FDA eine deutliche Warnung bekommen. Der erste gentechnisch veränderte Lebensmittelzusatz, der in den USA auf den Markt kam, führte zu einer großen Epidemie. Erinnern Sie sich, was 1989 mit L-Tryptophan passierte? You remember? Yes. Yeah.
Es war eine gentechnisch veränderte Aminosäure. Richtig. Wir wissen sehr gut, dass diese Aminosäure Dutzende von Menschen getötet und Hunderte krank gemacht hat. Sie verursachte eine Epidemie einer ungewöhnlichen Krankheit namens EMS. Stimmt. Wie viele Menschen sind daran gestorben? Ja, aber viele. 37. Über 1000 behielten gesundheitliche Schäden. Erinnern Sie sich daran? Ja. Laut FDA-Unterlagen sagten sie, wir kennen die Ursache von EMS noch nicht und können auch die gentechnische Veränderung des Organismus nicht ausschließen. Haben Sie das gesagt? Ja. Unglaublich. James Mariansky schloss nicht aus, dass die gentechnische Veränderung unerwartete Auswirkungen haben könnte, hat aber keinen Finger gerührt. Gibt es unabhängige Wissenschaftler, die über diese für die Verbraucher grundlegende Frage gearbeitet haben? Arpad Pushtai, ein anerkannter Wissenschaftler, verliert seine Stelle, nachdem er seine Besorgnis über die GVOs geäußert hat. Das war 1998. Arpad Pushtai arbeitete für das Rowett Institute in Schottland und hatte auf Anfrage des Landwirtschaftsministeriums eine Studie über gentechnisch veränderte Kartoffeln geleitet. Ein Budget von mehr als 2 Millionen Euro hatte 2 Jahre lang 30 Forscher beschäftigt, um die Einführung der GVOs in Großbritannien vorzubereiten. Wir waren alle sehr enthusiastisch, auch ich. Das Ministerium dachte, wenn wir in dieser Studie alle Aspekte untersuchten, ergäbe das eine Befürwortung der Gentechnik. Und dann könnten Sie sagen, das führende ernährungswissenschaftliche Labor in Europa habe es für unbedenklich erklärt. Arpad Pushtai ist Spezialist für Lektine. Das sind Proteine, die eine insektenvertilgende Funktion haben und Pflanzen gegen Blattläuse schützen. Die Wissenschaftler vom Rowett Institute haben blattlausresistente Kartoffeln geschaffen, die sie mit dem Gen eines Schneeglöckchens versahen, das dieses Lektin produziert. Zuvor hatten sie überprüft, dass Lektine im natürlichen Zustand nicht gesundheitsschädigend sind. Die gentechnisch veränderten Kartoffeln wurden an Ratten getestet. Sie hatten eine zweifache Auswirkung. Zum einen ergab sich eine erhöhte wuchernde Reaktion im Darm. Und das ist nicht gerade krebserregend. Aber es kann die Bildung jedes chemisch induzierten Tumors fördern. Zum anderen wurde das Immunsystem deutlich stimuliert. Wir wissen nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber jedenfalls hat das Immunsystem die genmanipulierten Kartoffeln als fremdartig erkannt. Wir waren überzeugt, dass nicht das Transgen, sondern die Insertion das Problem verursachte. Das Transgen bewirkte bei isolierter Prüfung sogar in 800-facher Konzentration keinen Schaden. Das war eine wichtige Erkenntnis, denn die FDA stellt sich immer noch auf den Standpunkt, dies sei eine neutrale Technologie. Und wir haben veröffentlicht und bewiesen, dass eben nicht das Transgen das Problem erzeugt, sondern das Verfahren. Während die ersten amerikanischen Ladungen mit gentechnisch veränderter Soja Großbritannien erreichten, gab Arpad Pushtai mit Einverständnis seiner Direktion ein BBC-Interview. As a scientist actively working on the field, I find that it's very, very unfair to use our fellow citizens as guinea pigs. They will never forgive me for that. Das werden Sie mir nie verzeihen. Monsanto hat die Bedeutung unserer Studienergebnisse erkannt, schon bevor der Beitrag gesendet wurde. Denn das Scottish Crop Research Institute bekam von Monsanto sehr viel Geld und wusste gleich, wie das zu verstehen war.
Am Tag nach der Ausstrahlung des Interviews wurde Arpad Pushtai entlassen und sein Forscherteam aufgelöst. Der anerkannte Histologe Professor Stanley Ewan hatte den Auftrag, die Wirkung der gentechnisch veränderten Kartoffeln auf die Organe der Ratten zu untersuchen. Seit diesem Fall macht er sich keine Illusionen mehr über die Unabhängigkeit der Wissenschaft. Ich war ungeheuer verärgert und besorgt. Das ist, als würde einem plötzlich die ganze Welt unter den Füßen entzogen. Sie begannen auch Stanley zu diskreditieren, nicht nur Arpad und mich. Stanley wurde die Kündigung nahegelegt und er wurde an der Universität diskreditiert. Sie auch? Oh ja. Ja. Das war wirklich hart. Montags war die Arbeit wunderbar. Dienstags wurde sie in der Luft zerrissen. Ich hatte nur eine sehr vage Vorstellung, was geschehen sein könnte, bis ich vor etwa 8 Jahren bei einem Galadiner war. Ich sagte zu meinem Tischnachbarn, jemandem vom Rowett Institute, ist es nicht schrecklich, was mit Arpad geschieht? Ja, meinte er. Und wusstest du, dass es nicht nur einen, sondern 2 Anrufe von der Downing Street an den Direktor gab? From Downing Street to the director. And then, of course, I saw clearly what was happening. Da wurde mir klar, was da supranational ablief. Auf Tony Blairs Regierung wurde Druck ausgeübt, diese Arbeit zu stoppen, weil die Amerikaner fanden, dass sie ihrer Industrie, der Biotechnologie, schadete. Der Fall von Arpad Pushtai führte in Großbritannien zu einer massiven Ablehnung gentechnisch veränderter Organismen, die von Greenpeace unterstützt wurde. Es ging so weit, dass Robert Shapiro, der Vorstandsvorsitzende von Monsanto, ein Jahr später einwilligte, an einer von der Umweltorganisation organisierten Telekonferenz teilzunehmen. Es ist die einzige Filmaufnahme, die von dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden existiert. Er führte das Unternehmen in die Ära der Biotechnologie und gab den neuen Leitsatz aus: Ernährung, Gesundheit, Hoffnung. Monsanto made huge efforts to push its products in every direction with the full support of multinational food manufacturers, retailers, communications firms, regulators, even governments. You behave not as a company offering life and hope, but as bullies trying to force your products on us. If I'm a bully, I don't feel that I'm a very successful bully. I want to start by emphasizing that biotechnology is a tool. Biotechnology in itself is neither good nor bad. It can be used well or it can be used badly. The products that are on the market have been reviewed through the regulatory processes that society has established in order to assure not only safety, but the environmental safety of the products themselves. Bereits 10 Jahre nach seiner Markteinführung sind 90% der in den Vereinigten Staaten angebauten Soja Roundup-Ready-Soja und enthalten 70% der im Handel verkauften Nahrungsmittel gentechnisch veränderte Produkte. Im Unterschied zu Europa können die Verbraucher nicht wählen, denn eine Kennzeichnung, ob Nahrungsmittel GVOs enthalten, ist verboten. Eine direkte Konsequenz des Prinzips der substanziellen Äquivalenz, der stofflichen Entsprechung. Ich habe hier eine Sojabohne, die kann ich essen. Und das ist sehr sicher. Die FDA ist zuversichtlich, dass diese Sojabohne ebenso sicher ist wie jede andere Sojabohnenart. Warum ist sie so zuversichtlich? Das ist durch die Daten belegt, die das Unternehmen der FDA vorgelegt hat und die von den Wissenschaftlern der FDA geprüft wurden. Es kann nicht im Interesse eines Unternehmens liegen, eine Studie so zu konstruieren, dass die Ergebnisse verschleiert werden. Wie kann James Mariansky nur so bestimmt sein? Gibt man im Internet ein, Monsanto hat wissenschaftliche Untersuchungen gefälscht, erhält man weit über 100.000 Treffer. Darunter ein Bericht der EPA, der Umweltschutzbehörde der USA. Monsanto soll Studien über die krebserregende Wirkung von Dioxin manipuliert haben.
Die Geschichte beginnt in Nitro, in einer Monsanto-Fabrik, die ein starkes Unkrautvernichtungsmittel mit dem Namen 245T herstellt. 1949 führt eine Explosion zu unerwarteten Auswirkungen. 228 Arbeiter erkranken an einer äußerst entstellenden Krankheit, der Chlorakne. Verursacher ist Dioxin, ein hochgiftiges Nebenprodukt, das in 245T enthalten ist. 245T war der Hauptbestandteil von Agent Orange, dem von der amerikanischen Armee im Vietnamkrieg verwendeten Entlaubungsmittel. In den 60er Jahren wurden im Süden des Landes 40 Millionen Liter Agent Orange versprüht, also 400 Kilogramm reines Dioxin. 3 Millionen Menschen wurden verseucht, darunter Tausende von amerikanischen Soldaten. 40 Jahre nach dem Krieg fordert Dioxin weitere Opfer. Heute ist bekannt, dass dieses Gift Krebserkrankungen und schwere genetische Funktionsstörungen hervorruft. Es 1978, als die amerikanischen Vietnam-Veteranen Klage gegen die Hersteller von Agent Orange einreichten, um Entschädigungszahlungen zu erhalten, sponserte Monsanto 3 Untersuchungen über die Langzeitwirkungen von Dioxin. Das Unternehmen bezahlte Wissenschaftler, um den Gesundheitszustand von Arbeitern, die 30 Jahre zuvor beim Unfall in der Fabrik Nitro geschädigt wurden, mit dem von nicht betroffenen Arbeitern zu vergleichen. Zwei Personen kennen die Unterlagen sehr gut. William Sencher, der die Giftmüllabteilung in der Umweltschutzbehörde leitete, und Gerson Smoger, ein Anwalt, der die Vietnam-Veteranen verteidigt. In 1990 wies Dr. Kate Jenkins, eine Kollegin von mir in der EPA, auf Behauptungen hin, einige Studien von Monsanto seien manipuliert worden. Bei korrekter Durchführung hätten sie nicht das von Monsanto vorgelegte Ergebnis, sondern genau das Gegenteil ergeben. Aus den Monsanto-Studien ging hervor, Dioxin sei kein krebserregender Stoff. That means they had the data first. Monsanto lagen also zuerst die Daten vor. Dann manipulierte das Unternehmen die Anordnung der Daten, um die gewünschte Schlussfolgerung zu ziehen. Unfassbar. Sie haben es bewusst falsch gemacht. So erreichten sie, was sie wollten. Später kam heraus, in einer dieser beiden Studien wurden an Krebs erkrankte Menschen als mit Dioxin in Kontakt gekommen aufgeführt. Und in einer anderen Studie waren dieselben als nicht mit Dioxin in Kontakt gekommen gelistet. Rechnet man alle Krebspatienten der Gruppe zu, die keinen Kontakt zu Dioxin hatte, dann wirkte es, als würde bei diesen ebenso häufig Krebs auftreten wie bei denen, die Kontakt hatten. Also hieß es, kein Unterschied. Und so wurden Tausenden von Veteranen, die Agent Orange ausgesetzt waren, keine Leistungen bewilligt. Diese Studien waren 7 bis 9 Jahre maßgeblich für die Politik in diesem Land. Als gute Wissenschaftlerin und gute Mitarbeiterin der EPA und auch jemand, der sich nicht so schnell einschüchtern lässt, schrieb Kate Jenkins ein Memorandum an den wissenschaftlichen Beirat der EPA und ersuchte ihn, die beiden Studien überprüfen zu lassen, um festzustellen, ob sie korrekt durchgeführt worden seien. Es hat gar keine Untersuchung von Monsanto stattgefunden. Niemand hat diese Studien überprüft, niemand. Stattdessen wurde Kate Jenkins untersucht, die Alarm geschlagen hatte. Sie machten ihr das Leben zur Hölle, schikanierten sie, änderten ihre Stelle, verfolgten die arme Frau. Monsanto sagt uns ja beispielsweise, seine GVOs seien vollkommen sicher. Vertrauen Sie dem Unternehmen? Ich glaube ihm kein Wort, nichts. Ich würde vielleicht einer unabhängigen Quelle glauben. Je nachdem, wer diese Quelle ist, wie gut und wie unabhängig sie tatsächlich ist. Genau darum geht es. Um die Unschädlichkeit der Roundup Ready Soja zu beweisen, führte Monsanto eine Untersuchung durch, die 1996 in einer renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift erschien.
Sie sollte die Auswirkungen von gentechnisch veränderter Soja auf die Gesundheit von Tieren, insbesondere Ratten, messen. Diese Studie wurde von einem dänischen Wissenschaftler, der inzwischen verstorben ist, und dem Norweger Jan Prüme gründlich auseinandergenommen. Diese Studie kann ich wirklich nur als sehr mangelhaft bewerten. Sie ist sehr enttäuschend, vor allem, weil sie ja die Grundlage für das ganze Prinzip der substanziellen Äquivalenz darstellte. Ich kann nur zitieren, und auch das ist ein wenig überraschend. Obwohl die Studien zur Viehfütterung etwas Beruhigung bieten, sind keine wesentlichen Änderungen aufgetreten. Also etwas Beruhigung ist nicht gut genug. Ich möchte 100% Beruhigung. Auf Seite 723 ist zum Beispiel die Rede von: Abgesehen von der dunkleren braunen Farbe wirkten die Lebern bei der Untersuchung nach der Todesursache normal. Das kann man doch gar nicht beurteilen, ohne die Leber zu untersuchen. Man muss Schnitte machen und unter dem Mikroskop zeigen, dass kein Unterschied festzustellen ist. Sie verwendeten ältere Ratten. Wieder ganz offensichtlich, will man Probleme vermeiden, nimmt man ein ausgewachsenes Tier. Will man untersuchen, ob Veränderungen auftreten, sollte man natürlich jüngere Tiere verwenden. In mancherlei Hinsicht sind die Studien wissenschaftlich nicht korrekt, denn es fehlen viele Daten, die sie enthalten sollten. Haben Sie versucht, an diese Daten heranzukommen? Ich nicht, aber eine meiner Kolleginnen. Sie hat frustrierend lange damit verbracht, die verschiedenen Stellen abzuklappern. Aber schließlich war die Antwort ein klares Nein. Wenn es nichts zu verbergen gegeben hätte, hätte das kein Problem sein sollen. Man sollte bereit sein, sein Material jedem zur Verfügung zu stellen, der damit arbeiten will. Werden die Daten so unter Verschluss gehalten, drängt sich der Verdacht auf, dass... Tja, warum ist das so? Eines ist sicher. Dank dieser Studie haben die GVOs von Monsanto die Welt überschwemmt. Vor allem Nord- und Südamerika, Asien und Australien. In 10 Jahren haben sich die gentechnisch veränderten Kulturen auf mehr als 100 Millionen Hektar ausgebreitet. 70% sind resistent gegen Roundup. Und 30% wurden gentechnisch verändert, um den Einsatz eines Insektenvertilgungsmittels namens BT zu ermöglichen. Seit 2001 veröffentlicht das Unternehmen ein Dokument mit dem Titel Our Pledge, unser Versprechen. Eine Art Ethikcharta. In ihr versucht es, auf seine Verleumder zu antworten, seine Praktiken zu rechtfertigen. Im Zentrum des Widerstands gegen gentechnisch veränderte Organismen steht vor allem die Frage der Patente. Das nennt Monsanto sein Recht auf geistiges Eigentum, das seine Investitionen schützen soll. In Nordamerika muss jeder Landwirt, der gentechnisch verändertes Saatgut kauft, einen Technologienutzungsvertrag unterschreiben, mit dem er sich verpflichtet, das Patent des Unternehmens auf das veränderte Gen zu respektieren. Biotech-Sorten sind durch das US-Patentrecht geschützt. Deshalb darf ich aus meiner Ernte auf keinen Fall etwas als Saatgut für das kommende Jahr zurückhalten. Das ist ein Schutz für Monsanto. Weil sie ja Millionen Dollar in die Forschung stecken, um diese neue Technologie zu schaffen. Wie kann Monsanto denn erfahren, ob jemand einen Teil seiner Ernte wieder aussät? Ich weiß nicht recht, wie ich das beantworten soll. Wie sie erfahren, dass jemand einen Teil seiner Ernte wieder aussät? Das wäre eine gute Frage an Monsanto. Die Frage ist so heikel, dass Monsanto sie lieber ignoriert und schöne Versprechungen abgibt. In Fällen, in denen uns gehörende Sorten unbeabsichtigt auf den Feldern eines Landwirts auftauchen sollten, verpflichten wir uns, eine Lösung zu finden, die den Landwirt ebenso zufriedenstellt wie Monsanto. Die Wirklichkeit scheint erheblich weniger idyllisch. Das Zentrum für Nahrungsmittelsicherheit in Washington hat eine Studie über die von Monsanto wegen Verletzung des Patents auf Saatgut verfolgten Landwirte veröffentlicht.
Es hat mindestens 100 Prozesse und zahlreiche Konkursfälle erfasst. Unter den Opfern Troy Rausch, ein Landwirt aus Indiana. Unsere Geschichte begann schon 1999. Auf der Farm meiner Eltern tauchte ein Herr auf und behauptete, er sei ein von Monsanto beauftragter Privatdetektiv. Er solle untersuchen, ob Landwirte einen Teil der Ernte als Saatgut zurückbehielten. Er fragte uns gerade heraus, ob wir Saatgut zurückbehalten hätten. Wir sagten nein und boten ihm an, ihm die Kaufbelege für Pflanzenschutzmittel und Saatgut vorzulegen. Ihm alle Quittungen zu zeigen und ihm zu sagen, wo wir alles gekauft hatten, sodass er es selbst überprüfen könnte. Das Angebot lehnte er ab. Und dann reichte Monsanto Klage gegen mich, meinen Vater und meine beiden Brüder ein und legte uns Beweismaterial vor, das es angeblich auf unseren Farmen entnommen hatte. Dazu hätte Monsanto sich Zugang zu unseren Grundstücken verschaffen und die Proben stehlen müssen. In dem Jahr hatten wir 197 Hektar Roundup Ready Sojabohnen angebaut, unter Vertrag für ein Unternehmen, als Saatgut. Der Vertrag war sehr genau formuliert. Er nannte sogar das betreffende Feld. Es war also kein Problem, die Felder zu finden. Das wusste jeder. Und warum haben Sie mit Monsanto einen außergerichtlichen Vergleich geschlossen? Nach 2,5 Jahren Rechtsstreitigkeiten war die Familie ziemlich am Ende. Das ist ein ungeheurer Stress. Es stand ja die Arbeit von 5 Generationen auf dem Spiel. Hätte Monsanto Recht bekommen, wäre alles weg gewesen. Sie hätten uns alles weggenommen. Good morning. Morning, sir. How are you this morning, Troy? I'm well. How are you, David? Still surviving? Troy Rausch und David Runyon bauen konventionelle Soja an. Beide wurden Opfer der in den Vereinigten Staaten sogenannten Genpolizei. Die Genpolizei wurde von Monsanto geschaffen und verbreitet auf dem amerikanischen Land Angst und Schrecken. Dort prangert man die totalitären Methoden an, die in einer von GVOs beherrschten Welt um sich greifen. Troy, diese Fotos wollte ich dir mal zeigen. Hier siehst du, was ich gemacht habe, damit sie nicht wieder auf meine Farm vordringen. Jeder, der meine Farm betritt. Im Sommer 2003, Ende Juli, kamen sie zu meinem Haus, etwa um 7 Uhr abends. Wer kam da? Mitarbeiter von Monsanto. Sie zeigten mir eine Visitenkarte. Sie stellten Fragen zu der Art von Soja und Mais, die ich anbaue, wo ich meine Ernte verkaufe. Da sagte ich, hier endet unsere Unterhaltung. Die Patente haben alles verändert. Das Vertrauensverhältnis zu den Nachbarn ist jetzt weg. Ich selbst spreche nur noch mit 2 Landwirten, mit denen ich befreundet bin. Haben die Landwirte wirklich Angst? Natürlich. Man kann sich gegen diese Leute nicht verteidigen. Sie haben eine kleine Industrie geschaffen, die nur einen einzigen Zweck verfolgt, das Leben der Landwirte zu zerstören. Natürlich haben die Leute Angst. Haben Sie Angst, ein Nachbar könnte Sie verpfeifen? Ja. Man braucht ja nur 1-800 zu wählen. 1-800 Roundup zu wählen. Sie haben die Landwirte ermutigt, diese gebührenfreie Nummer anzurufen, um ihre Nachbarn zu verpetzen. Warum tut Monsanto das? Um Kontrolle auszuüben. Über Saatgut? Ja. Sie wollen Saatgut kontrollieren, Leben ihr Eigentum nennen. Wir sprechen hier ja über die Bausteine von Lebensmitteln. Sie sind dabei, alle Lebensmittel zu ihrem Eigentum zu machen. Zwischen 1995 und 2005 hat Monsanto weltweit etwa 50 Saatgutfirmen aufgekauft. Diese Käufe betreffen Soja, Mais, Baumwoll- und Getreidesaat, aber auch Gemüse, Tomaten, Kartoffeln und Sorghumhirse.
Fast überall sieht man mit Sorge auf dieses Monopol, das am Ende schlicht zum vollständigen Verschwinden jeglichen nicht genmanipulierten Saatguts führen könnte. Monsanto, das das Heil der Biotechnologie vor allem für Entwicklungsländer wie Indien verteidigt, ist anderer Ansicht. Unsere Produkte führen zu erheblichen wirtschaftlichen Gewinnen, und zwar nicht nur für Großerzeuger, sondern auch für kleine. Im Allgemeinen ermöglichen sie eine bessere Qualität bei höherem Ertrag. Indien ist weltweit der drittgrößte Baumwollproduzent. 1999 hat Monsanto Mahuco aufgekauft, das größte Saatgutunternehmen des Landes. 2 Jahre später erlaubte die indische Regierung BT-Kulturen, genannt Bolgat-Baumwolle. Diese Pflanzen wurden gentechnisch verändert, um ein Insektizid anzuwenden, das den Befall mit Baumwollkapselwürmern, einem Parasiten, verhindern soll. Seit 2001 beobachten Kiran Zakari und Abdul Gayum Tag für Tag den Anbau der gentechnisch veränderten Baumwolle bei kleinen Erzeugern im Bezirk Warangal. Jedes Jahr veröffentlichen die beiden Agrarwissenschaftler einen Bericht, der die Erträge und Produktionskosten der BT-Baumwolle mit denen konventioneller Baumwolle vergleicht. 2006 wurde die Ernte durch eine Krankheit verwüstet, die gentechnisch veränderte Kulturen befällt. This is a Bolgat field. Das ist ein Bolgat-Feld. Wir sehen, dass einige der Pflanzen mit dem Rhizoctonia-Pilz befallen sind. Zieht man die Rinde einer gesunden Pflanze ab, sieht es nicht so aus. Diese Fäden sind typisch für Rhizoctonia-Befall. Die Landwirte sagten alle, so etwas hätten sie noch nie gesehen. Hier begann unsere Studie 2001. Damals bemerkten wir den Pilz nur in einigen wenigen Proben der BT-Baumwolle. Aber im Lauf der Zeit verbreitete er sich immer mehr in den BT-Feldern, aber auch in einigen der Felder mit herkömmlicher Baumwolle. Ich habe den Eindruck, dass hier unerwünschte Interaktion stattfindet zwischen der Wirtspflanze, in die das Gen eingebracht wurde, und dem Gen, das das BT trägt. Das hat die Pflanze anfällig für Rhizoctonia gemacht. Auf der Website von Mahuco Monsanto habe ich gelesen, dass BT-Baumwolle den Pestizidbedarf um 78% senkt und den Ertrag um 30% steigert. Aber es ist der absolute Reinfall. Nach 70 bis 90 Tagen muss man auch die BT-Baumwolle immer gegen den Baumwollkapselwurm sprühen. Und warum kaufen so viele Landwirte BT-Saatgut? Die Landwirte haben immer weniger Alternativen. Das Angebot schrumpft immer mehr. In dieser Saison hatten selbst die Landwirte, die eigentlich keine BT-Baumwolle wollten, keine andere Wahl. Es gab einfach nur BT-Hybridsaat zu kaufen. Monsanto kontrolliert heute in Indien praktisch den kompletten Markt für Baumwollsaatgut. Eine Methode, um sein transgenes Saatgut durchzusetzen, das 4-mal so teuer ist wie konventionelles Saatgut. Um es kaufen zu können, sind die Bauern gezwungen, Kredite zu Wucherzinsen aufzunehmen. Fällt die Ernte schlecht aus, bedeutet das Konkurs. Eine teuflische Spirale, die die indischen Dörfer dezimiert. In der Region Vidarbha, wo die BT-Baumwolle 2005 eingeführt wurde, gibt es täglich 3 solche Dramen. Natürlich ist der Selbstmord von Baumwollproduzenten in Indien kein neues Phänomen. Aber mit den gentechnisch veränderten Organismen hat es sich beträchtlich verstärkt.
Selten jedoch wagt jemand, den internationalen Skandal anzuprangern, der so unterschiedliche Gegner aufeinanderprallen lässt. Das ist der Reisanbaugürtel der Region Vidarbha. Hier ist die Suizidrate am niedrigsten. Aber das hier ist der Baumwollgürtel. Und das Ergebnis der BT-Baumwolle? Im ersten Jahr 600 Selbstmorde. Von Juni 2005 bis Juni 2006. Im zweiten Jahr und noch heute 680 Selbstmorde innerhalb von 6 Monaten. Ein Desaster. Ein schreckliches Desaster, ja. All diese Technologien beruhen entweder auf Gentechnik oder Biotechnologie. Und sie machen die Landwirte vollkommen abhängig vom Markt. Sie müssen nicht nur mehr für das Saatgut bezahlen, sondern auch düngen. Und die Aussage, dass angeblich kein Insektizid gesprüht zu werden braucht, ist ebenfalls falsch. Monsanto behauptet, gentechnisch veränderte Pflanzen eigneten sich besonders für Kleinerzeuger. Stimmt es? Nach unserer Erfahrung ist diese Behauptung völlig unhaltbar. Eine Lüge. An diesem Dezembertag 2006 brodelt es in der Menge auf dem größten Baumwollmarkt des Staates Maharashtra. 3 Tage nachdem diese Bilder aufgenommen wurden, brachen Unruhen aus. Und Dutzende von Bauern, darunter Kishore Tiwari, wurden verhaftet. Die selbstmörderische Saat. So lautet der Titel eines Buches von Vandana Shiva. Die Physikerin ist Trägerin des alternativen Nobelpreises und leitet eine Wirtschaftsstiftung sowie ein Netzwerk zum Erhalt der Artenvielfalt von Saatgut mit dem Namen Navdanya. Vandana Shiva hat zunächst gegen die erste grüne Revolution gekämpft, die in den 60er Jahren die industrielle Landwirtschaft nach Indien einführte. Heute prangert sie an, was sie die zweite grüne Revolution nennt, die der durch Patente geschützten GVOs von Monsanto. Der Unterschied liegt darin, dass die erste grüne Revolution vom Staat ausging. Sie wurde von Regierungsbehörden vorangetrieben. Die Behörden steuerten die Forschung. Die zweite grüne Revolution wird allein von Monsanto vorangetrieben. Der zweite wesentliche Unterschied, das versteckte Ziel der ersten grünen Revolution war, mehr Chemikalien zu verkaufen. Aber ihr vorrangiges Ziel war, die Lebensmittelversorgung zu sichern. Es wurden weniger Hülsenfrüchte und weniger Ölsaat angebaut, aber dafür mehr Reis und Weizen, um die Menschen zu ernähren. Die zweite grüne Revolution hat mit der Sicherung der Lebensmittelversorgung nichts zu tun. Hier geht es ausschließlich darum, Monsantos Profit zu steigern. Sie haben immer gesagt, die Gentechnik sei der Weg zur Patentierung. Aber das eigentliche Ziel sind die Patente. Auf Monsantos Forschungsplan können Sie sehen, dass das Unternehmen derzeit um die 20 Sorten mit eingebrachten BT-Genen testet. Sie lassen nichts unangetastet. Senf, Okra, Auberginen, Reis, Blumenkohl. Sobald Sie als Norm eingeführt haben, dass Saatgut Ihr Eigentum sein kann, Lizenzgebühren vereinnahmt werden können, werden wir für das Saatgut aller Nutzpflanzen, die wir anbauen, von Monsanto abhängig sein. Kontrollieren Sie das Saatgut, kontrollieren Sie auch die Lebensmittel. Das ist Ihre Strategie. Das verschafft mehr Macht als Bomben, ist mächtiger als Gewehre. Das ist das wirkungsvollste Mittel, um die Völker der Erde zu beherrschen. Auf diese handfeste Anklage antwortet Monsanto, dies sei nicht der Fall, und wedelt mit seinen Versprechen. Integrität, Dialog,
Transparenz, teilen. We want to participate constructively in the process by which societies around the world try to develop good answers to those questions. Are the products going to be safe for the environment? How are they going to affect biodiversity? How are they going to affect other plants and insects and birds? What about outcrossing of genes? What happens if genes do outcross into wild species? To me, that means, among other things, listening carefully and respectfully to all points of view. Ganz harmlos hat Robert Shapiro gerade von einem sehr heiklen Thema gesprochen, das alle Gegner von GVOs erheblich beunruhigt. Die transgene Verunreinigung. Monsanto spricht lieber von zufälligem Vorkommen, das der natürlichen Ordnung entspräche. Offenbar haben gentechnisch veränderte Organismen bereits mexikanischen Mais verunreinigt. Dies enthüllt eine von der wissenschaftlichen Zeitschrift Nature veröffentlichte Studie. Dieser Artikel von Professor Ignacio Chapella von der Universität Berkeley hat zu einer heftigen Auseinandersetzung geführt. Ich hatte 15 Jahre mit indigener Gemeinden in Oaxaca in Mexiko zusammengearbeitet. Sie hatten die Fähigkeit entwickelt, ihre Umwelt selbst zu analysieren. Einer meiner Studenten ging dorthin, um die Leute darin zu schulen, Transgene zu erkennen. Wir brachten eine positive Kontrollprobe mit, eine Dose Mais aus den USA, von der wir wussten, dass sie transgen war. Wir suchten nach einer negativen Kontrolle. Wir dachten, die beste negative Kontrolle würden wir im lokalen Kleinanbau finden. Das sei weltweit die sauberste, am besten erhaltene Quelle für den Mais. Aber wir erlebten eine große Überraschung. Als wir uns diese Proben ansahen, entdeckten wir, dass auch sie bereits transgene DNA enthielten. Es war eine sehr große Überraschung, feststellen zu müssen, dass diese Maissorten, die von den Menschen nur direkt vor Ort angebaut wurden und, wie wir annahmen, seit über 10.000 Jahren rein waren, bereits durch transgene Kontamination, vor allem aus den USA, verunreinigt worden waren. Mexiko ist das Ursprungsland des Mais. Allein in der Region Oaxaca im Süden des Landes zählt man mehr als 150 lokale Sorten. Diese große Artenvielfalt ist ein universeller Schatz, der das von Millionen mexikanischen Bauern gepflegte genetische Reservoir des Mais enthält. Este maíz es para la familia. Sí, para la familia nada más. Hace tortillas, pero este siempre se de este tamaño, de este así limpio. Se recoge para semilla, para el otro año. ¿Nunca compras semillas afuera? No. ¿Te cambia? Sí, creo que de la antigüedad. Um die Vielfalt seines Mais zu schützen, hat Mexiko transgene Kulturen verboten. Dagegen hat das Land im Rahmen des mit den USA und Kanada abgeschlossenen Freihandelsvertrages nichts gegen den massiven Import von amerikanischem Mais tun können, der zu 40% gentechnisch verändert ist. Der amerikanische Mais, der ausschließlich zum Verzehr für Mensch und Tier bestimmt ist, bedroht die einheimische Produktion. Der großzügig von der Regierung in Washington subventionierte industrielle Mais, wie man hier sagt, wird zum halben Preis des traditionellen Mais verkauft. La tortilla siempre se hace con maíz criollo? Sí. Natural, rinde más. Sí. Y alimenta más porque es este de la tierra pura. Este es el maíz morado. Antiguamente mis abuelitos sembraban, ¿no? Ahorita se sigue conservando. Así es. Antes de la conquista ya. Sí. No, y ya viene la otra conquista. ¿Cuál es la otra conquista? Transgénico, pues. El transgénico. Ah. Para tumbar esto.
Der Artikel von Ignacio Chapella in Nature hat in Mexiko große Erregung hervorgerufen. In der Folge hat das Nationale Ökologieinstitut die Verunreinigung von mexikanischem Mais bestätigt. In Maispflanzen aus 5 verschiedenen Regionen des Landes wurden die Gene Roundup Ready und BT entdeckt. Was wird geschehen, wenn der transgene Mais sich mit traditionellen Sorten kreuzt? Dr. Elena Alvarez hat ein Experiment mit einer heimischen Blume durchgeführt. Sie hat dasselbe Gen in verschiedene Exemplare der Pflanze eingesetzt und dann deren Wachstum beobachtet. Selbst bei 2 genetisch identischen Pflanzen, also deren Genom identisch ist, bei denen alle Chromosomen genau gleich sind und dasselbe Transgen haben, nur dass es sich an verschiedenen Stellen befindet, kann sich bei der Analyse des Phänotyps, also der Blütenform dieser Pflanzen, ergeben, dass einige von ihnen mit der heimischen Art identisch sind. Sie haben eine normale Blüte mit 4 Blütenblättern und darunter 4 Kelchblättern. Andere Blüten sind dagegen aberrant, weichen von der normalen Form ab. Sie haben eine untypische Behaarung, seltsam geformte Blütenblätter und einige dieser Blüten können sogar ganz verunstaltet sein. Der einzige Unterschied zwischen dieser Blüte und dieser, die aussieht wie die heimische Art, ist die Anordnung des Transgens, das an anderer Stelle eingefügt ist. Warum ist das besorgniserregend? Gelangt dieses Saatgut in Mexiko in die Umwelt, setzen sich sehr wahrscheinlich die Transgene in die Genome der einheimischen Arten ein. Das lässt sich nicht verhindern. Ist dieses gentechnisch veränderte Saatgut einmal in die Umwelt gelangt, kreuzt es sich mit den heimischen Arten. Das ist unvermeidlich, weil die Maispollen durch den Wind übertragen werden. Die genetische Basis des einheimischen Mais kann dazu führen, dass sich ein und dasselbe Transgen unterschiedlich auswirkt. Aldo González leitet eine indigene Organisation. Seit 2 Jahren führt er eine Informationskampagne in den Dörfern von Oaxaca durch. Die von Dr. Elena Alvarez geäußerten Befürchtungen wurden vor Ort bereits bestätigt. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver cosas raras. Esta planta, pues, tiene una rama por aquí y otra rama por acá. Las milpas normalmente no salen así. Digamos, sale una hoja y arriba sale un jilote, ¿no? En este caso, están saliendo 3 jilotes sobre una sola hoja. Son monstruos. Esa planta nosotros la enviamos a un laboratorio de biotecnología para que detectaran si tenía presencia o no tenía presencia de transgénicos y desgraciadamente nos dio positivo. Miren, plantas como esta las hemos encontrado sobre todo en la calle, en algún jardín, porque seguramente alguien fue a comprar el maíz a la tienda y pues iba caminando y se le cayeron algunos maíces. Y esos maíces crecieron, ¿no? Y entonces de esa manera es como se puede producir la contaminación a las plantas nativas de maíz. Lo que yo entiendo que con el en el futuro si se deja que esto se prolifere dentro de los cultivos de los campesinos, al rato nosotros vamos a tener que comprar maíz porque nuestro maíz ya no va a servir. Es preocupante. ¿Qué debemos de hacer?
cómo le vamos a hacer, ¿no? Una de las recomendaciones que nosotros estamos dando es que si nosotros vemos cosas raras en algún momento, pues le quitemos la espiga, ¿no? Porque la espiga es donde sale el polen. Entonces decimos aguas, ¿sí? Tenemos que ser más vigilantes con nuestras milpas. Könnte dies eine Strategie von Monsanto sein? Was man nicht durch legale Aussaat von gentechnisch verändertem Mais erreicht, erreicht man eben durch absichtliche Kontamination. Daran haben wir tatsächlich schon gedacht. Wenn das Ursprungsland des Mais gentechnisch verunreinigt ist, was macht es danach aus, wenn der Rest des Planeten ebenfalls verunreinigt ist? Das nutzt allein multinationalen Unternehmen wie Monsanto. Wie hat Monsanto auf die Veröffentlichung des Artikels von Ignacio Chapella über die mexikanische Verunreinigung reagiert? Die krummen Touren von Monsanto und die Entlassung des Professors von Berkeley. Verfasst von Jonathan Matthews, der GM Watch leitet, einen Informationsdienst über GVOs. Mit Sitz in Südengland. Nach Ansicht von Jonathan Matthews wurde Ignacio Chapella zum Opfer einer Kampagne, die von AgBioWorld lanciert wurde, einer Pro-Gentech-Website. Am Vorabend der Veröffentlichung des Artikels in Nature hatte eine gewisse Mary Murphy eine E-Mail-Nachricht geschickt, die AgBioWorld an tausende internationaler Wissenschaftler weitergeleitet hat. Sie schrieb: Bestimmt werden die Aktivisten das Gerücht in Umlauf bringen, der mexikanische Mais sei von den Genen des GVO-Mais verunreinigt. Gleich am Tag darauf schickte eine gewisse Endura Smetacek eine zweite Mail-Nachricht mit der Betreffzeile: Chapella, zunächst Aktivist, erst dann Wissenschaftler. Eine reine Schmierenkampagne. In den ersten Tagen geschah Folgendes. Zuerst einmal waren da Murphy und Smetacek. Dann meldeten sich andere zu Wort. Wir müssen Nature mit einer Gegenkampagne überschwemmen. Wir müssen dem Herausgeber der Fachzeitschrift sagen, dass diese Forschungsergebnisse falsch sind. Wir hatten Smetacek und Murphy schon seit einiger Zeit verfolgt, weil wir herausfinden wollten, wer sie waren. Bei Smetacek konnten wir die technischen Daten der E-Mail ansehen. Da steht erhalten von und dann eine Internetprotokolladresse. Gehen wir dann zu einer Website-Registrierungsseite, brauchen wir nur noch die IP-Adresse zu kopieren. Name der Organisation, Monsanto Company mit Sitz in St. Louis. Mary Murphy hinterließ Spuren, durch die wir herausfinden konnten, wer sie war. Das hier sind die Informationen, die Mary Murphy geschickt hat. Hier die IP-Adresse. bw6.bivwood.com. Wir fanden schnell heraus, das war der ursprüngliche Name einer PR-Agentur, die sich The Beavings Group nennt. In ihrer Kundenliste Monsanto. Es war eine Internet-PR-Firma für Monsanto. Also falsche Wissenschaftler, ganz miese Tricks. Ganz üble Tricks. In alledem gibt es keinerlei Ethik mehr. Das zeigt, da ist ein Unternehmen entschlossen, den Ländern weltweit seine Produkte aufzuzwingen und den Ruf eines jeden zu zerstören, der sich ihm in den Weg stellt. Die Beschuldigungen von Jonathan Matthews wurden von der britischen Presse übernommen. Aber Monsanto zog es vor, sie zu ignorieren. Während das Unternehmen seinen unaufhaltsamen Aufstieg fortsetzt, verteidigt es seine Vision einer transgenen Welt, die das Problem des Hungers und der Umwelt in größter Harmonie lösen soll. Die praktische Erfahrung zeigt klar, dass das Nebeneinanderbestehen von transgener Landwirtschaft und konventioneller oder biologischer Landwirtschaft nicht nur möglich ist, sondern dass sie auch überall in der Welt friedlich erfolgt. Imagine um mundo que preserve a natureza, o ar, os rios, um
onde a gente possa produzir mais com menos agrotóxicos sem desmatar as florestas. Você pensa num mundo com transgênicos. Uma iniciativa Monsanto com apoio da Associação Brasileira de Nutrologia. Die transgene Welt ist bereits auf dem Vormarsch, etwa in Südamerika. 2007 wurden dort 40 Millionen Hektar Roundup-Ready-Soja gesät. Die Eroberung hat 10 Jahre früher in Argentinien begonnen, dem einzigen Land, das gentechnisch veränderte Kulturen offiziell erlaubt hat. Seitdem haben sich die GVOs auf geheimnisvolle Weise in die Nachbarländer ausgebreitet, wie etwa Brasilien oder hier Paraguay. 2005 hat die Regierung Paraguays schließlich den heimlichen Anbau legalisiert, um seine Sojaexporte vor allem nach Europa zu retten, wo die Kennzeichnung von GVOs vorgeschrieben ist. Anders gesagt, das Landwirtschaftsministerium wurde vor vollendete Tatsachen gestellt. Als die Anwendung gentechnisch veränderten Saatguts genehmigt wurde, war transgenes Saatgut bereits inoffiziell ins Land gekommen. Weiß man denn, wie dieses Saatgut vorher eingeschleust wurde? Über den Schwarzmarkt oder durch Schmuggel? Wir nennen das System die weißen Säcke. Wir bezeichnen sie als weiße Säcke, weil sie Saatgut enthalten, das von uns nicht zertifiziert ist. Hatte bei diesem Saatgutschmuggel Monsanto die Hand im Spiel? Wer weiß, vielleicht haben die Unternehmen ihre Sorten auf diese Weise gefördert. In Anbetracht der Lage musste die Regierung reagieren. Wo immer sie herkamen, der Schmuggel war ein lohnendes Geschäft für Monsanto. Sobald der Anbau legalisiert wurde, hat das Unternehmen erreicht, dass die Produzenten auf jede hergestellte Tonne Soja Lizenzgebühren zahlen. Wie in Brasilien. Seitdem wird in Paraguay mit aller Kraft abgeholzt. Auf die Gefahr hin, mit Gewalt die Kleinbauern zu vertreiben, die sich weigern, ihre kleinen Stücke Land abzutreten. Jorge Galliano leitet eine Bauernorganisation, die gegen die Ausbreitung der, wie er es nennt, grünen Wüste kämpft. Zum Beispiel das Sojafeld dort drüben. In Wirklichkeit ist es eine reine Monokultur, die alles zerstört, was sich ihr in den Weg stellt. Das ganze Gebiet bestand früher aus Wäldern und den Anbauflächen der Kleinbauern hier. Die Familien auf dem Land leben mit den Pflanzen, den Bäumen, dem Maniok und Mais. Ist denn diese transgene Monokultur mit der Produktion der Kleinbauern vereinbar? Ganz sicher nicht. Sie sind unvereinbar. Schleichend werden die bäuerlichen Gemeinden zerstört, die Familien der Bauern und die Artenvielfalt, die wir auf dem Land haben. Es kommt zu Tod, Armut, Krankheiten und zur Zerstörung aller Ressourcen, die wir zum Überleben brauchen. Heute wird überall im Land Roundup gesprüht. Mit Flugzeugen oder mit Verteilern, die von Landarbeitern ohne jeden Schutz gefahren werden. Und man spritzt bis an die Eingangstüren der Häuser oder nahe der Kulturen der Kleinbauern. Jedes Jahr werden Ernten zerstört und Tausende von Menschen verseucht. Wie diese Familie, die von den GVOs von Monsanto umzingelt ist. Die Eltern sorgen sich um ihren Sohn Pedro, der jeden Tag die Sojafelder durchqueren muss, um die von seiner Mutter gebackenen Maisfladen zu verkaufen. Não é cansivo, gente.
In Paraguay besitzen 2% der Bevölkerung 70% der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Und mit den GVOs geht der Konzentrationsprozess weiter. 3/4 der Sojaproduzenten sind Ausländer, die ihr Geld in das neue grüne Gold investieren. Mit dem Rinderwahnsinn und dem Verbot von Tiermehlen und in noch jüngerer Vergangenheit mit der Begeisterung für Biokraftstoffe sind die Sojapreise gewaltig gestiegen und haben einen Run auf die Roundup-Ready-Kulturen ausgelöst. Nach der letzten paraguayischen Bestandsaufnahme ziehen Jahr für Jahr 100.000 Menschen vom Land in die Slums der Großstädte. Die meisten fliehen vor der gentechnisch veränderten Soja von Monsanto, die dazu bestimmt ist, die Hühner, Kühe und Schweine Europas zu ernähren. Ñaña, imítala sobre la, el modelo de producción de la soja transgénica promovido por Monsanto. Ha obrecoja, ha tenido empresa multinacional tu cheitería, un vapor en todo el mundo. Hay la y objetivos es la control del alimento allá la producción de alimentos en el mundo. Y cómo a través de la implementación de una agricultura sin agricultor. Hoy peañan desde hablan de soberanía alimentaria que o representañan de ñamandañan de yeje. Ya producían de ya uana, naña dependei otro de yacarujanwa. Tenemos que luchar por nuestra soberanía, tenemos que luchar por nuestra tierra, tenemos que defender nuestra comunidad, tenemos que defender nuestra familia y tenemos que defender nuestro país. Yo la gente con la ciudad de Pan, pues la ciudad no así, pues ni hemos atado igual, ¿ves? Pues la ciudad, yo voy a verte la guaja, y bien, entonces yo tu mía, yo no en Bahía, yo usé ahora, yo jugué la ciudad, yo jugué, yo usé ahora, donde plato, yo jugué, yo jugué con basura, ¿ves? Der Kampf dieser Familien ums Überleben betrifft uns alle. 2007 beschäftigte Monsanto in etwa 50 Ländern 18.000 Mitarbeiter. Sein Aktienkurs an der Börse stieg und stieg und der Gewinn des Unternehmens betrug $1 Milliarde. Unter den Aktionären finden sich Rentenfonds, Banken, aber auch Hunderttausende von Kleinaktionären. Hey, hallo, Christopher Horner. Hier spricht Marie-Monique Robin aus Frankreich. Sie sind wirklich sehr beharrlich. Aber wir haben mehrmals über Ihr Anliegen gesprochen und bleiben bei unserem Standpunkt. Es gibt für uns keinen Grund zur Teilnahme. Wir haben den Verdacht, dass die Darstellung nicht positiv wäre. Sie verstehen also. Do some more studies on cows in Canada or whatever. So anyway, that's what happened in Canada. In Kanada wurde das Mittel nicht zugelassen. Auf diese Enthüllungen stützte sich dann das Europäische Parlament und verbot es ein für alle Mal.
Und plötzlich wurden wir drei, Margaret Hayden, Gérard Lambert und ich, wegen Ungehorsam entlassen. Sie wurden gefeuert. Alle drei. Unsere Gerichtsverfahren laufen noch. Auf Forderung von Gegnern des gentechnisch veränderten Hormons hatte auch der amerikanische Kongress eine Untersuchung eingeleitet. Diese Gegner verlangten vor allem die Aufhebung des Verbots, die Produktionsart der Milch kenntlich zu machen, weshalb die Verbraucher nicht entscheiden können. Merkwürdigerweise hat die Untersuchung des Kongresses nie zu einem Ergebnis geführt. BGH is a test of consumer acceptance of genetic engineering. In the garbage. In the garbage. In the garbage. The cow hormone drug. Das Rinderhormonpräparat war die erste groß angelegte Anwendung von Biotechnologie in der Lebensmittelerzeugung. Und Monsanto ist ein mächtiger Konzern mit guten Verbindungen auf höchster Regierungsebene. In der Regierung herrschte wohl damals die Auffassung vor, Biotechnologie ist so wichtig, dass uns da ein paar Fragen zur Gesundheit von Rindern und Menschen nicht in die Quere kommen dürfen. Die FDA hat das Mittel deshalb zugelassen, weil viele Leute Schlüsselpositionen innehatten, die vorher bei Monsanto gearbeitet hatten. Viele ehemalige Monsanto-Mitarbeiter kamen zur FDA und brachten sie dazu, das Arzneimittel zuzulassen. Es sind Revolving Doors, die nach oben führen, eine Art Spirale. Drehtüren. Ja, Drehtüren. Diese Revolving Doors gibt es nicht nur in der Landwirtschaft. Das Phänomen ist in vielen Bereichen verbreitet. Donald Rumsfeld war alleiniger Geschäftsführer von Searle, einem Tochterunternehmen von Monsanto. Der ehemalige US-Handelsbeauftragte Mickey Cantor wurde später Boardmitglied bei Monsanto. Richter Clarence Thomas arbeitete früher für Monsanto. Monsanto Revolving Doors. Der unvollständige Stand der Dinge 1999. Linda Fischer wechselt von der EPA, der Behörde für Umweltschutz, zu Monsanto. Michael Friedman von der FDA zu Monsanto. Marsha Hale und Josh King wechseln vom Weißen Haus zu Monsanto. Margaret Miller von Monsanto zur FDA. William Ruckelshaus von der EPA zu Monsanto. Nicht zu vergessen Michael Taylor, der mehrmals hin und her wechselte. Findet. Die FDA ist also der Ansicht, dass eine gentechnisch veränderte Pflanze einer konventionellen Pflanze entspricht. Das nennt man das Prinzip substanzieller Äquivalenz, das überall in der Welt übernommen wurde. Es steht im Zentrum der Debatte zwischen Befürwortern und Gegnern von GVOs. Wie konnte die FDA entscheiden, dass eine gentechnisch veränderte Pflanze einer konventionellen Pflanze entspricht? What we do know. Die Gene, die heute mit Hilfe der Biotechnologie in die Pflanzen eingesetzt werden, erzeugen Proteine, die den Proteinen ähneln, die wir schon seit Jahrhunderten zu uns nehmen. So die offizielle Version der FDA. Sie wird heftig angegriffen von Jeffrey Smith, dem Verfasser mehrerer Werke über GVOs, Michael Hansen, einem wissenschaftlichen Experten beim Verbraucherverband, und dem Essayisten Jeremy Rifkin, dem ersten, der das Prinzip der substanziellen Äquivalenz angeprangert hat. Es gibt heute deshalb genmanipuliertes Saatgut, weil in der FDA eine Täuschung vorgenommen wurde. Es hieß, dieses Saatgut unterschiede sich nicht von herkömmlichem. Man sprach von substanziell äquivalent und von nicht erheblichen oder einheitlichen Unterschieden. Und das wurde in der Terminologie dann zu... Damit etwas als Grass, als sicher eingestuft wird, werden in der Regel mehrere von unabhängigen Gutachtern geprüfte Studien durchgeführt und veröffentlicht, und es bedarf einer breiten Übereinstimmung in Wissenschaft und Forschung. Der FDA lag weder das eine noch das andere vor. Die FDA argumentierte, bringt man ein Gen in eine Pflanze ein, ist dieses Gen DNA. Wir haben bisher und schon lange DNA gegessen. Deshalb können wir sagen, dies ist Gras.
Wir versuchten zu erreichen, dass diese Elemente als Lebensmittelzusatzstoffe klassifiziert werden. Will man einem Lebensmittel auch nur eine minimale Menge eines neuen Farbstoffs zusetzen, eines neuen Konservierungsmittels oder eines anderen chemischen Stoffes, muss man alle diese Verfahren durchlaufen, um nachzuweisen, dass der Stoff das Kriterium der ausreichenden Gewissheit, dass kein Schaden verursacht wird, erfüllt. Manipuliert man aber ein Lebensmittel genetisch, verlangt die FDA überhaupt nichts. They don't require anything. Here in Washington, if you were to... Traf man sich hier in Washington abends auf einen Drink in einer der Bars, in der die ganzen Lobbyisten rumhängen, lachten alle nur darüber. Alle wussten, dass die sogenannte substanzielle Äquivalenz eine Farce ist. Das sollte nur übertünchen, dass diese Unternehmen, allen voran Monsanto, ihre Produkte schnellstmöglich und mit so wenig staatlicher Einflussnahme wie möglich auf den Markt und in die Umwelt bringen mussten. Und sie haben ihre Interessen sehr erfolgreich vertreten. Wurde das Hormon in Europa und in Kanada verboten. Sogar in Kanada. Und dabei richtet sich die kanadische Gesundheitsbehörde Santé Canada gewöhnlich in ihren Entscheidungen nach der FDA. RBGH-Skandal bei kanadischer Gesundheitsbehörde. Monsanto wird des Korruptionsversuchs beschuldigt. Im Oktober 1998 haben drei Wissenschaftler der kanadischen Gesundheitsbehörde vor einem Senatsausschuss ausgesagt, um sich der Markteinführung des gentechnisch veränderten Hormons zu widersetzen. Die Sache wurde von Dr. Shiv Chopra ausgelöst, jemandem, den man auf Englisch als Whistleblower bezeichnet. Sagen wir jemand, der Alarm schlägt. Ich musste mich fragen, welche Wahrheit ich vermitteln wollte. Die, die ich kenne, oder die, die mir das Ministerium vorschreibt zu vermitteln. Das war mein Konflikt. Sind Lobbyisten von Monsanto an einen von Ihnen herangetreten? Senator Hayden? Ich nahm 1989 oder 1990 an einem Meeting teil, bei dem Vertreter von Monsanto mit mir, meinem Vorgesetzten Dr. Grainen und meinem Direktor Dr. Messier sprachen. Damals machte das Unternehmen ein Angebot über 1 bis 2 Millionen Dollar. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber mein Direktor deutete an, er werde es seinen Vorgesetzten melden. Wie reagierte Monsanto? Monsanto stritt das nicht ab. Später versuchten sie es anders darzustellen. Das war ein Forschungsangebot, um in Kanada weitere Studien an Kühen durchzuführen oder so. In Kanada wurde das Mittel nicht zugelassen. Auf diese Enthüllungen stützte sich dann das Europäische Parlament und verbot es ein für alle Mal. Und plötzlich wurden wir drei, Margaret Hayden, Gérard Lambert und ich, wegen Ungehorsam entlassen. Sie wurden gefeuert. Alle drei. Unsere Gerichtsverfahren laufen noch. Auf Forderung von Gegnern des gentechnisch veränderten Hormons hatte auch der amerikanische Kongress eine Untersuchung eingeleitet. Diese Gegner verlangten vor allem die Aufhebung des Verbots, die Produktionsart der Milch kenntlich zu machen, weshalb die Verbraucher nicht entscheiden können. Merkwürdigerweise hat die Untersuchung des Kongresses nie zu einem Ergebnis geführt. Ablehnung gentechnisch veränderter Organismen, die von Greenpeace unterstützt wurde. Es ging so weit, dass Robert Shapiro, der Vorstandsvorsitzende von Monsanto, ein Jahr später einwilligte, an einer von der Umweltorganisation organisierten Telekonferenz teilzunehmen. Es ist die einzige Filmaufnahme, die von dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden existiert. Er führte das Unternehmen in die Ära der Biotechnologie und gab den neuen Leitsatz aus: Ernährung, Gesundheit, Hoffnung. Monsanto made huge efforts to push its products in every direction with the full support of multinational food manufacturers, retailers, communications firms, regulators, even governments. You behave not as a company offering life and hope, but as bullies trying to force your products on us.
If I'm a bully, I don't feel that I'm a very successful bully. I want to start by emphasizing that biotechnology is a tool. Biotechnology in itself is neither good nor bad. It can be used well or it can be used badly. The products that are on the market have been reviewed through the regulatory processes that society has established in order to assure not only safety, but the environmental safety the products themselves. Bereits 10 Jahre nach seiner Markteinführung sind 90% der in den Vereinigten Staaten angebauten Soja Roundup-Ready-Soja und enthalten 70% der im Handel verkauften Nahrungsmittel gentechnisch veränderte Produkte. Im Unterschied zu Europa können die Verbraucher nicht wählen, denn eine Kennzeichnung, ob Nahrungsmittel GVOs enthalten, ist verboten. Eine direkte Konsequenz des Prinzips der substanziellen Äquivalenz, der stofflichen Entsprechung. Ich habe hier eine Sojabohne, die kann ich essen. Und das ist sehr sicher. Die FDA ist zuversichtlich, dass diese Sojabohne ebenso sicher ist wie jede andere Sojabohnenart. Warum ist sie so zuversichtlich? Das ist durch die Daten belegt, die das Unternehmen der FDA vorgelegt hat und die von den Wissenschaftlern der FDA geprüft wurden. Es kann nicht im Interesse eines Unternehmens liegen, eine Studie so zu konstruieren, dass die Ergebnisse verschleiert werden. Wie kann James Mariansky nur so bestimmt sein? Gibt man im Internet ein, Monsanto hat wissenschaftliche Untersuchungen gefälscht, erhält man weit über 100.000 Treffer. Darunter ein Bericht der EPA, der Umweltschutzbehörde der USA. Monsanto soll Studien über die krebserregende Wirkung von Dioxin manipuliert haben. Aber das eigentliche Ziel sind die Patente. Auf Monsantos Forschungsplan können Sie sehen, dass das Unternehmen derzeit um die 20 Sorten mit eingebrachten BT-Genen testet. Sie lassen nichts unangetastet. Senf, Okra, Auberginen, Reis, Blumenkohl. Sobald Sie als Norm eingeführt haben, dass Saatgut Ihr Eigentum sein kann, Lizenzgebühren vereinnahmt werden können, werden wir für das Saatgut aller Nutzpflanzen, die wir anbauen, von Monsanto abhängig sein. Kontrollieren Sie das Saatgut, kontrollieren Sie auch die Lebensmittel. Das ist Ihre Strategie. Das verschafft mehr Macht als Bomben, ist mächtiger als Gewehre. Das ist das wirkungsvollste Mittel, um die Völker der Erde zu beherrschen. Auf diese handfeste Anklage antwortet Monsanto, dies sei nicht der Fall und wedelt mit seinen Versprechen. Integrität, Dialog, Transparenz, Teilen. We want to participate constructively in the process by which societies around the world try to develop good answers to those questions. Are the products going to be safe for the environment? How are they going to affect biodiversity? How are they going to affect other plants and insects and birds? What about outcrossing of genes? What happens if genes do outcross into wild species? To me, that means, among other things, listening carefully and respectfully to all points of view. Ganz harmlos hat Robert Shapiro gerade von einem sehr heiklen Thema gesprochen, das alle Gegner von GVOs erheblich beunruhigt. Die transgene Verunreinigung. Monsanto spricht lieber von zufälligem Vorkommen, das der natürlichen Ordnung entspräche. Offenbar haben gentechnisch veränderte Organismen bereits mexikanischen Mais verunreinigt. Dies enthüllt eine von der wissenschaftlichen Zeitschrift Nature veröffentlichte Studie. Dieser Artikel von Professor Ignacio Chapella von der Universität Berkeley hat zu einer heftigen Auseinandersetzung geführt. Ich hatte 15 Jahre mit Indigenergemeinden in Oaxaca in Mexiko zusammengearbeitet. Sie hatten die Fähigkeit entwickelt, ihre Umwelt selbst zu analysieren. Einer meiner Studenten ging dorthin, um die Leute darin zu schulen, Transgene zu erkennen. Wir brachten eine positive Kontrollprobe mit, eine Dose Mais aus den USA, von der wir wussten, dass sie transgen war. Wir suchten nach einer negativen Kontrolle.
Wir dachten, die beste negative Kontrolle würden wir im lokalen Kleinanbau finden. Das sei weltweit die sauberste, am besten erhaltene Quelle für den Mais. Er wechselte im Juli 1991 zur FDA. Bis dahin hatte er in einer Anwaltskanzlei namens King & Spalding gearbeitet. Zu seinen persönlichen Mandanten zählten nicht nur Monsanto, sondern auch der IFBC, der International Food Biotechnology Council. Und er arbeitete für sie einen Vorschlag aus, wie die Zulassungsbestimmungen für genetisch manipulierte Lebensmittel zu formulieren seien. Vergleichen Sie diesen von Michael Taylor für den IFBC ausgearbeiteten Vorschlag mit der endgültig veröffentlichten Richtlinie, sehen die beiden einander sehr ähnlich. Wenn also nicht er sie verfasst hat, scheint jemand seinen Entwurf für die Richtlinie geringfügig verändert zu haben. Mr. Taylor war damals Deputy Commissioner. Er leitete das Projekt und war dafür verantwortlich. Er war für die Formulierung der Richtlinie zuständig und hatte dafür zu sorgen, dass das Projekt durchgeführt wurde. Monsanto hat sein Spiel also ausgezeichnet gespielt, sowohl das politische als auch das aufsichtsrechtliche. Das Unternehmen spielte auch eine Schlüsselrolle bei der Zulassung des Rinderwachstumshormons und in der Weise, wie mit Gentechnik umgegangen wird. Michael Hansen hat gerade vom Rinderwachstumshormon gesprochen. Worum handelt es sich? Offensichtlich ist es ein transgenes Hormon, das Kühen injiziert wird, um ihre Milchproduktion um 20% zu steigern. Das Mindeste, was man darüber sagen kann, ist, es findet keine allgemeine Zustimmung. Das Hormon bedroht unsere Gesundheit. Das tödliche Gift. Manipulation. Das RBGH, rekombinantes bovines Wachstumshormon genannte Produkt, wird seit 1994 von Monsanto unter dem Namen Posilac vermarktet. Posilac is the single most tested new product in history. You'll soon see the dramatic results Posilac can offer you. 1985 hat Monsanto bei der FDA Unterlagen eingereicht, um Posilac auf den Markt bringen zu dürfen. Die Fachleute der Behörde haben die von den Unternehmen an experimentellen Viehbeständen durchgeführten Versuche geprüft. Der bei der FDA für die Prüfung des Antrags zuständige Veterinär hieß Richard Barrows. In einem Interview hat er erklärt, Funktionäre der Behörde hätten Daten beseitigt und manipuliert. Wie kann James Mariansky nur so bestimmt sein? Gibt man im Internet ein, Monsanto hat wissenschaftliche Untersuchungen gefälscht, erhält man weit über 100.000 Treffer. Darunter ein Bericht der EPA, der Umweltschutzbehörde der USA. Monsanto soll Studien über die krebserregende Wirkung von Dioxin manipuliert haben. Die Geschichte beginnt in Nitro, in einer Monsanto-Fabrik, die ein starkes Unkrautvernichtungsmittel mit dem Namen 245T herstellt. 1949 führt eine Explosion zu unerwarteten Auswirkungen. 228 Arbeiter erkranken an einer äußerst entstellenden Krankheit, der Chlorakne. Verursacher ist Dioxin, ein hochgiftiges Nebenprodukt, das in 245T enthalten ist. 245T war der Hauptbestandteil von Agent Orange, dem von der amerikanischen Armee im Vietnamkrieg verwendeten Entlaubungsmittel. In den 60er Jahren wurden im Süden des Landes 40 Millionen Liter Agent Orange versprüht, also 400 Kilogramm reines Dioxin. 3 Millionen Menschen wurden verseucht, darunter Tausende von amerikanischen Soldaten. 40 Jahre nach dem Krieg fordert Dioxin weitere Opfer. Heute ist bekannt, dass dieses Gift Krebserkrankungen und schwere genetische Funktionsstörungen hervorruft.
1978, als die amerikanischen Vietnam-Veteranen Klage gegen die Hersteller von Agent Orange einreichten, um Entschädigungszahlungen zu erhalten, sponserte Monsanto drei Untersuchungen über die Langzeitwirkungen von Dioxin. Das Unternehmen bezahlte Wissenschaftler, um den Gesundheitszustand von Arbeitern, die 30 Jahre zuvor beim Unfall in der Fabrik Nitro geschädigt wurden, mit dem von nicht betroffenen Arbeitern zu vergleichen. Zwei Personen kennen die Unterlagen sehr gut. William Sencher, der die Giftmüllabteilung in der Umweltschutzbehörde leitete, und Gerson Smoger, ein Anwalt, der die Vietnam-Veteranen verteidigt. In 1990 wies Dr. Kate Jenkins, eine Kollegin von mir in der EPA, auf Behauptungen hin, einige Studien von Monsanto seien manipuliert worden. Bei korrekt. Yeah, and I would say, quite frankly, we have no complaint about the way USDA is handling it. They're going through an orderly process. They're making sure that as they deal with these new things, they do them properly. And now, if we're waiting until September and we don't have our authorization, we may say something different. Call me. We're in a dereg business. 1988 übernahm Dan Quayle die Stelle von George Bush, der zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Vier Jahre später gibt der neue Vizepräsident die amerikanische Politik hinsichtlich gentechnisch veränderter Organismen bekannt. Sie entspricht den Wünschen von Monsanto. We are taking this step as part of the President's Regulatory Relief Initiative, now in its second phase. The United States is already the world leader in biotechnology, and we want to keep it that way. In 1991 alone, it was a $4 billion industry. It should reach at least $50 billion by the year 2000, as long as we resist the spread of unnecessary regulation. Do you think it was? Glauben Sie an eine Verschwörung? Verschwörung ist ein starkes Wort. Aus Unternehmersicht war es eine brillant durchgeführte Übernahme. Schon früh wurde ein Michael Taylor, stellvertretender Leiter der Food and Drug Administration, der FDA, etwa zu der Zeit, als die Behörde kurz davor stand, ihre politische Richtlinie herauszugeben. Wer ist Michael Taylor? Im Internet findet sich nur ein einziges Bild dieses Schattenmannes. Heute leitet er eine Stiftung mit dem Namen Ressourcen für die Zukunft. Hello, Marie-Monique speaking. Hello, it's Mike Taylor. My questions are about your role. I mean, when you were working at the FDA, before being hired by the FDA, you worked as an attorney for Monsanto during 7 years, didn't you? Well, I was a partner in a law firm of which Monsanto was a client. And I worked on some Monsanto matters, yes. And apparently, if I understood well what I read, the FDA created a new position for you, Deputy Commissioner for Policy? Well, because there was a special need at that time at the FDA because of the new GMOs? It had nothing to do with GMOs. Nothing at all to do with GMOs. I wasn't the author of these policies. But that's just false. He moved over to the joint. Splice them back together. This tube contains DNA that was made from a bacterium. DNA would look the same whether it was from a plant or an animal. What are we saying here? Oh, I see. And this will lead you to do what? To have a stronger plant or a plant that's resists herbicide? In this case, it resists the herbicide. I see. We have a fabulous herbicide. This is a chemical that will. Als George Bush den Sitz von Monsanto besucht, ist er Vizepräsident Ronald Reagans. Die Leitlinie der republikanischen Regierung ist die Entbürokratisierung. Es geht darum, die Industrie zu fördern, indem bürokratische Behinderungen wie Gesundheits- und Umweltverträglichkeitsprüfungen für neue Produkte so weit wie möglich reduziert werden. Genau sie sind für Monsanto problematisch.
We have before USDA right now a request to test this for the first time on a farm in Illinois this year. And, yeah, hallucinating about it, we'll lose it every year. Yes, we will. And then the expense goes out and nothing happens because you can't. Yeah, and I would say, quite frankly, we have no complaint about the way USDA is handling it. They're going through an orderly process. They're making sure that they deal with these new things, they do them properly. And now, if we're waiting until September and we don't have our authorization, we may say something different. Call me. We're in a dereg. Look, 1988 übernahm Dan Quayle die Stelle von George Bush, der zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. 4 Jahre später gibt der neue Vizepräsident die amerikanische Politik hinsichtlich gentechnisch veränderter Organismen bekannt. Sie entspricht den Wünschen von Monsanto. We are taking this step as part of the president's regulatory relief initiative, now in its second phase. The United States is already the world leader in biotechnology, and we want to keep it that way. In 1991 alone, it was a $4 billion industry. It should reach at least $50 billion by the year 2000, as long as we resist the spread of unnecessary regulation. Do you think it was? Glauben Sie an eine Verschwörung? Verschwörung ist ein starkes Wort. Aus Unternehmersicht war es eine brillant durchgeführte Übernahme. Schon früh wurde ein Michael Taylor, stellvertretender Leiter der Food and Drug Administration, der FDA, etwa zu der Zeit, als die Behörde kurz davor stand, ihre politische Richtlinie herauszugeben. Wer ist Michael Taylor? Im Internet findet sich nur ein einziges Bild dieses Schattenmannes. Heute leitet er eine Stiftung mit dem Namen Ressourcen für die Zukunft. Ihren Sohn Pedro, der jeden Tag die Sojafelder durchqueren muss, um die von seiner Mutter gebackenen Maisfladen zu verkaufen. Muriendo de nosotros 60 patos con ganso. Ahí viene y enseguida cae y muere. Porque allá se pasaba, se mata todo. Ahí en la altura. Y cuando llueve viene el agua y el pato vive por el agua. Y por eso. In Paraguay besitzen 2% der Bevölkerung 70% der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Und mit den GVOs geht der Konzentrationsprozess weiter. 3/4 der Sojaproduzenten sind Ausländer, die ihr Geld in das neue grüne Gold investieren. Mit dem Rinderwahnsinn und dem Verbot von Tiermehlen und in noch jüngerer Vergangenheit mit der Begeisterung für Biokraftstoffe sind die Sojapreise gewaltig gestiegen und haben einen Run auf die Roundup-Ready-Kulturen ausgelöst. Nach der letzten paraguayischen Bestandsaufnahme ziehen Jahr für Jahr 100.000 Menschen vom Land in die Slums der Großstädte. Die meisten fliehen vor der gentechnisch veränderten Soja von Monsanto, die dazu bestimmt ist, die Hühner, Kühe und Schweine Europas zu ernähren. Ñaña imita la sobre la el modelo de producción de la soja transgénica promovido por Monsanto. Pea obrecoja, ha tenido empresa multinacional, tu cheite ella, un vapor en todo el mundo. Y el objetivo es el control del alimento, allá la producción de alimentos en el mundo. Y cómo a través de la implementación de una agricultura sin agricultor. Hay peañan de soberanía alimentaria que
o representañan de ña mandañan de yeje. Ya producían de ya uana, naña dependei otro de ya carujanua. National Food Biotechnology Council. Und er arbeitete für sie einen Vorschlag aus, wie die Zulassungsbestimmungen für genetisch manipulierte Lebensmittel zu formulieren seien. Vergleichen Sie diesen von Michael Taylor für den IFBC ausgearbeiteten Vorschlag mit der endgültig veröffentlichten Richtlinie, sehen die beiden einander sehr ähnlich. Wenn also nicht er sie verfasst hat, scheint jemand seinen Entwurf für die Richtlinie geringfügig verändert zu haben. Mr. Taylor war damals Deputy Commissioner. Er leitete das Projekt und war dafür verantwortlich. Er war für die Formulierung der Richtlinie zuständig und hatte dafür zu sorgen, dass das Projekt durchgeführt wurde. Monsanto hat sein Spiel also ausgezeichnet gespielt, sowohl das politische als auch das aufsichtsrechtliche. Das Unternehmen spielte auch eine Schlüsselrolle bei der Zulassung des Rinderwachstumshormons und in der Weise, wie mit Gentechnik umgegangen wird. Michael Hansen hat gerade vom Rinderwachstumshormon gesprochen. Worum handelt es sich? Offensichtlich ist es ein transgenes Hormon, das Kühen injiziert wird, um ihre Milchproduktion um 20% zu steigern. Das Mindeste, was man darüber sagen kann, ist, es findet keine allgemeine Zustimmung. Das Hormon bedroht unsere Gesundheit. Das tödliche Gift. Manipulation. Das RBGH, rekombinantes bovines Wachstumshormon genannte Produkt, wird seit 1994 von Monsanto unter dem Namen Posilac vermarktet. Posilac is the single most tested new product in history. You'll soon see the dramatic results Posilac can offer you. 1985 hat Monsanto bei der FDA Unterlagen eingereicht, um Posilac auf den Markt bringen zu dürfen. Die Fachleute der Behörde haben die von den Unternehmen an experimentellen Viehbeständen durchgeführten Versuche geprüft. Der bei der FDA für die Prüfung des Antrags zuständige Veterinär hieß Richard Barrows. In einem Interview hat er erklärt, Funktionäre der Behörde hätten Daten beseitigt und manipuliert. Aus den Daten, die sie einreichten, sprach mangelnde Kenntnis der Molkereiwirtschaft. Die entscheidenden Fragen zu Krankheiten wurden gar nicht gestellt. Vor allem nicht zu Mastitis, einer Infektion der Brustdrüsen und zu Fortpflanzungsproblemen. Selbst bei zwei genetisch identischen Pflanzen, also deren Genom identisch ist, bei denen alle Chromosomen genau gleich sind und dasselbe Transgen haben, nur dass es sich an verschiedenen Stellen befindet, kann sich bei der Analyse des Phänotyps, also der Blütenform dieser Pflanzen, ergeben, dass einige von ihnen mit der heimischen Art identisch sind. Sie haben eine normale Blüte mit vier Blütenblättern und darunter vier Kelchblättern. Andere Blüten sind dagegen aberrant, weichen von der normalen Form ab. Sie haben eine untypische Behaarung, seltsam geformte Blütenblätter und einige dieser Blüten können sogar ganz verunstaltet sein. Der einzige Unterschied zwischen dieser Blüte und dieser, die aussieht wie die heimische Art, ist die Anordnung des Transgens, das an anderer Stelle eingefügt ist. Warum ist das besorgniserregend? Gelangt dieses Saatgut in Mexiko in die Umwelt, setzen sich sehr wahrscheinlich die Transgene in die Genome der einheimischen Arten ein. Das lässt sich nicht verhindern. Ist dieses gentechnisch veränderte Saatgut einmal in die Umwelt gelangt, kreuzt es sich mit den heimischen Arten. Das ist unvermeidlich, weil die Maispollen durch den Wind übertragen werden. Die genetische Basis des einheimischen Mais kann dazu führen, dass sich ein und dasselbe Transgen unterschiedlich auswirkt. Buenos días, los seguimos invitando para que podamos platicar con ustedes un momento en relación a las novedades que se están produciendo en el maíz.
Aldo González leitet eine indigene Organisation. Seit 2 Jahren führt er eine Informationskampagne in den Dörfern von Oaxaca durch. Die von Dr. Elena Alvarez geäußerten Befürchtungen wurden vor Ort bereits bestätigt. Yo voy a mostrarles ahora algunas imágenes de plantas de maíz que hemos encontrado aquí en la región de la Sierra Juárez y que nos gustaría saber si ustedes las han visto, ¿no? Opa, estas no son. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver cosas raras. Esta planta, pues, tiene una rama por aquí y otra rama por acá. Las milpas normalmente no salen así. Digamos, sale una hoja y arriba sale un jilote, ¿no? En este caso, están saliendo 3 jilotes sobre una sola hoja. Son monstruos. Esa planta nosotros la enviamos a un laboratorio de biotecnología para que detectaran Konzentration im Blut und im Körper als die Menschen an jedem anderen Ort der Welt. Ist es üblich, über seine PCB-Konzentration zu sprechen? Wir reden alle darüber. Sogar Kinder sprechen mich auf der Straße an. Ich bin getestet worden und habe 3, so und so viel Nanogramm im Blut. Was meinen Sie, wie lange ich noch lebe? Diese Geschichte ist schrecklich. Aber was denken die Wissenschaftler darüber? Im Netz findet man zahlreiche Artikel über die Auswirkungen von PCB auf die menschliche Gesundheit. Einer der besten Spezialisten ist David Carpenter. Er hat die Untersuchungen der Einwohner von Anniston durchgeführt. Wir alle haben PCB im Körper. Auch die Eisbären und die Pinguine. In der Vergangenheit wurde PCB an einigen Standorten freigesetzt. Aber im Laufe der Zeit ist es in die Luft und ins Wasser geraten und wurde weit transportiert. Dadurch ist heute die ganze Welt mit PCB kontaminiert. Durch den Kontakt mit PCB werden viele Krankheiten verursacht. Eine davon, die jeder kennt, ist Krebs. My test results stated that I had 202 parts per billion in my system. Women that get pregnant. Frauen, die schwanger werden und PCB im Körper haben, bekommen ein Kind mit geringerem IQ. Reduced IQ. 29.6. PCB bewirkt eine Unterfunktion der Schilddrüse. Over 1800. PCB beeinträchtigt die Sexualhormone.2001 haben 20.000 Einwohner von Anniston gegen Monsanto Klage eingereicht. Das Unternehmen und seine Tochterfirma Solusia wurden schließlich dazu verurteilt, $700 Millionen Schadensersatz an die Opfer zu zahlen, den Ort zu dekontaminieren und ein Spezialkrankenhaus zu errichten. Aber nicht eine Führungskraft von Monsanto wurde gerichtlich belangt. Im amerikanischen Rechtssystem werden die Unternehmensführung und leitende Angestellte äußerst selten strafrechtlich belangt. Wir müssen uns an die Zivilgerichte wenden. Wir zwingen die Unternehmen zu zahlen. Aber der Preis, den sie meist erst Jahrzehnte später zahlen müssen, entspricht nur einem Bruchteil ihres Gewinns. Deshalb rentiert es sich für sie, diese Probleme geheim zu halten. Wer weiß, was sie jetzt gerade geheim halten. Wir würden einem Unternehmen wie Monsanto nie vertrauen, wenn es fair to use our fellow citizens as guinea pigs. They will never forgive me for that. Das werden Sie mir nie verzeihen. Monsanto hat die Bedeutung unserer Studienergebnisse erkannt, schon bevor der Beitrag gesendet wurde. Denn das Scottish Crop Research Institute bekam von Monsanto sehr viel Geld und wusste gleich, wie das zu verstehen war. Am Tag nach der Ausstrahlung des Interviews wurde Arpad Pushtai entlassen und sein Forscherteam aufgelöst. Der anerkannte Histologe Professor Stanley Ewan hatte den Auftrag, die Wirkung der gentechnisch veränderten Kartoffeln auf die Organe der Ratten zu untersuchen. Seit diesem Fall
macht er sich keine Illusionen mehr über die Unabhängigkeit der Wissenschaft. Ich war ungeheuer verärgert und besorgt. Das ist, als würde einem plötzlich die ganze Welt unter den Füßen entzogen. Sie begannen auch Stanley zu diskreditieren, nicht nur Arpad und mich. Stanley wurde die Kündigung nahegelegt und er wurde an der Universität diskreditiert. Sie auch? Oh ja. Ja. Das war wirklich hart. Montags war die Arbeit wunderbar. Dienstags wurde sie in der Luft zerrissen. Ich hatte nur eine sehr vage Vorstellung, was geschehen sein könnte, bis ich vor etwa 8 Jahren bei einem Galadiner war. Ich sagte zu meinem Tischnachbarn, jemandem vom Rowett Institute, ist es nicht schrecklich, was mit Arpad geschieht? Ja, meinte er. Und wusstest du, dass es nicht nur einen, sondern 2 Anrufe von der Downing Street an den Direktor gab? From Downing Street to the director. And then, of course, I saw clearly what was da wurde mir klar, was da supranational ablief. Auf Tony Blairs Regierung wurde Druck ausgeübt, diese Arbeit zu stoppen, weil die Amerikaner fanden, dass sie ihrer Industrie, der Biotechnologie, schadete. Der Fall von Arpad Pushtai führte in Großbritannien zu einer massiven Ablehnung gentechnisch veränderter Organismen, die von Greenpeace unterstützt wurde. Es ging so weit, dass Robert Shapiro, der Vorstandsvorsitzende von Monsanto, ein Jahr später einwilligte, an einer von der Umweltorganisation organisierten Telekonferenz teilzunehmen. Es ist die einzige Filmaufnahme, die von dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden existiert. Er führte das Unternehmen in die Ära der Biotechnologie und gab den neuen Leitsatz aus: Ernährung, Gesundheit, Hoffnung. Monsanto made huge efforts to push its products in every direction with 1-800 zu wählen. 1-800 Roundup zu wählen. Sie haben die Landwirte ermutigt, diese gebührenfreie Nummer anzurufen, um ihre Nachbarn zu verpetzen. Warum tut Monsanto das? Um Kontrolle auszuüben. Über Saatgut. Ja. Sie wollen Saatgut kontrollieren, Leben ihr Eigentum nennen. Wir sprechen hier ja über die Bausteine von Lebensmitteln. Sie sind dabei, alle Lebensmittel zu ihrem Eigentum zu machen. Zwischen 1995 und 2005 hat Monsanto weltweit etwa 50 Saatgutfirmen aufgekauft. Diese Käufe betreffen Soja, Mais, Baumwoll- und Getreidesaat, aber auch Gemüse, Tomaten, Kartoffeln und Sorghumhirse. Fast überall sieht man mit Sorge auf dieses Monopol, das am Ende schlicht zum vollständigen Verschwinden jeglichen nicht genmanipulierten Saatguts führen könnte. Monsanto, das Heil der Biotechnologie vor allem für Entwicklungsländer wie Indien verteidigt, ist anderer Ansicht. Unsere Produkte führen zu erheblichen wirtschaftlichen Gewinnen, und zwar nicht nur für Großerzeuger, sondern auch für kleine. Im Allgemeinen ermöglichen sie eine bessere Qualität bei höherem Ertrag. Indien ist weltweit der drittgrößte Baumwollproduzent. 1999 hat Monsanto Mahuco aufgekauft, das größte Saatgutunternehmen des Landes. 2 Jahre später erlaubte die indische Regierung BT-Kulturen, genannt Bolgard-Baumwolle. Diese Pflanzen wurden gentechnisch verändert, um ein Insektizid anzuwenden, das den Befall mit Baumwollkapselwürmern, einem Parasiten, verhindern soll. Seit 2001 beobachten Kiran Zakari und Abdul Gayum Tag für Tag den Anbau der gentechnisch veränderten Baumwolle bei kleinen Erzeugern im Bezirk Warangal. Jedes Jahr veröffentlichen die beiden Agrarwissenschaftler einen Bericht, der die Erträge und Produktionskosten der BT-Baumwolle mit denen konventioneller Baumwolle vergleicht. 2006 wurde die Ernte durch eine Krankheit verwüstet, die gentechnisch veränderte Kulturen befällt. This is a Bolgard field. Das ist ein Bolgard-Feld.
Wir sehen, dass einige der Pflanzen mit dem Rhizoctonia-Pilz befallen sind. Zieht man die Rinde einer gesunden Pflanze ab, sieht es nicht so aus. Diese Fäden sind typisch für Rhizoctonia-Befall. Terry, mein kleiner Bruder, starb 1971 an Krebs, an einem Hirntumor und an Lungenkrebs und an einer Verengung der Herzarterien mit 16. In den letzten 3 Jahren habe ich fast alle meine Freunde verloren. Sie sind an verschiedenen Krankheiten gestorben. An Krebs, Diabetes, Hepatitis, an all den Krankheiten, die von PCB verursacht oder darauf zurückgeführt werden. Hier, die Monsanto Road. In dieser Gegend leben vor allem Schwarze und andere Minderheiten. Aber jedes dieser Häuser ist kontaminiert. Dieses Grundstück da drüben rechts haben sie gerade erst gesäubert. Das hier war eine reine Wohngegend. Die Familien, die hier wohnten, mussten alle wegziehen. Ihre Häuser wurden abgerissen. Mein Bruder ist in diesem Haus gestorben. Hier bin ich aufgewachsen. Und sehen Sie die Wiese da drüben? Da haben sie PCB vergraben. Monsanto erhielt die Genehmigung, in Anniston PCB zu vergraben. Das ist Snow Creek. Das Bachbett haben sie jetzt zementiert. Der Kanal kommt aus dem Werk, das das PCB freisetzt und trägt es bis hierher. Und es war giftig. Das haben sie nie gesagt. Sie haben den Staat informiert, aber der Staat hat uns nicht informiert. PCB, Monsanto wusste Bescheid. Aber was genau wusste das Unternehmen? Eine von dem Umweltschützer Ken Cook geleitete Umweltorganisation aus Washington hat die internen Archive des Unternehmens ins Netz gestellt. Die meisten haben den Vermerk vertraulich. Nach Lektüre vernichten. Ein Dokument von 1937. Der Kontakt mit PCB ruft toxische Auswirkungen auf den gesamten Organismus und akneähnliche Hautausschläge hervor. 1961, nach dem Platzen einer Rohrleitung in einer Fabrik, die PCB verwendet, weisen Arbeiter Symptome einer Hepatitis auf. 1966, Wissenschaftler setzen Fische im Wasser des Kanals von Snow Creek aus. Alle starben nach 3,5 Minuten. Verschmutzung. Ein 1970 an die Verkaufsleiter gerichteter Brief. Aus diesem Dokument geht die ganze Geschichte. Monsanto die Hand im Spiel? Wer weiß, vielleicht haben die Unternehmen ihre Sorten auf diese Weise gefördert. In Anbetracht der Lage musste die Regierung reagieren. Wo immer sie herkamen, der Schmuggel war ein lohnendes Geschäft für Monsanto. Sobald der Anbau legalisiert wurde, hat das Unternehmen erreicht, dass die Produzenten auf jede hergestellte Tonne Soja Lizenzgebühren zahlen. Wie in Brasilien. Seitdem wird in Paraguay mit aller Kraft abgeholzt, auf die Gefahr hin, mit Gewalt die Kleinbauern zu vertreiben, die sich weigern, ihre kleinen Stücke Land abzutreten. Jorge Galeano leitet eine Bauernorganisation, die gegen die Ausbreitung der, wie er es nennt, grünen Wüste kämpft. Zum Beispiel das Sojafeld dort drüben. In Wirklichkeit ist es eine reine Monokultur, die alles zerstört, was sich ihr in den Weg stellt. Das ganze Gebiet bestand früher aus Wäldern und den Anbauflächen der Kleinbauern hier. Die Familien auf dem Land leben mit den Pflanzen, den Bäumen, dem Maniok und Mais. Ist denn diese transgene Monokultur mit der Produktion der Kleinbauern vereinbar? Ganz sicher nicht. Sie sind unvereinbar.
Schleichend werden die bäuerlichen Gemeinden zerstört, die Familien der Bauern und die Artenvielfalt, die wir auf dem Land haben. Es kommt zu Tod, Armut, Krankheiten und zur Zerstörung aller Ressourcen, die wir zum Überleben brauchen. Heute wird überall im Land Roundup gesprüht. Mit Flugzeugen oder mit Verteilern, die von Landarbeitern ohne jeden Schutz gefahren werden. Und man spritzt bis an die Eingangstüren der Häuser oder nahe der Kulturen der Kleinbauern. Jedes Jahr werden Ernten zerstört und Tausende von Menschen verseucht. Wie diese Familie, die von den GVOs von Monsanto umzingelt ist. Die Eltern sorgen sich um ihren Sohn Pedro, der jeden Tag die Sojafelder durchqueren muss, um die von seiner Mutter gebackenen Maisfladen zu verkaufen. Das kann man doch gar nicht beurteilen, ohne die Leber zu untersuchen. Man muss Schnitte machen und unter dem Mikroskop zeigen, dass kein Unterschied festzustellen ist. Sie verwendeten ältere Ratten. Wieder ganz offensichtlich, will man Probleme vermeiden, nimmt man ein ausgewachsenes Tier. Will man untersuchen, ob Veränderungen auftreten, sollte man natürlich jüngere Tiere verwenden. In mancherlei Hinsicht sind die Studien wissenschaftlich nicht korrekt, denn es fehlen viele Daten, die sie enthalten sollten. Haben Sie versucht, an diese Daten heranzukommen? Ich nicht, aber eine meiner Kolleginnen. Sie hat frustrierend lange damit verbracht, die verschiedenen Stellen abzuklappern. Aber schließlich war die Antwort ein klares Nein. Wenn es nichts zu verbergen gegeben hätte, hätte das kein Problem sein sollen. Man sollte bereit sein, sein Material jedem zur Verfügung zu stellen, der damit arbeiten will. Werden die Daten so unter Verschluss gehalten, drängt sich der Verdacht auf, dass... Tja, warum ist das so? Eines ist sicher. Dank dieser Studie haben die GVOs von Monsanto die Welt überschwemmt. Vor allem Nord- und Südamerika, Asien und Australien. In 10 Jahren haben sich die gentechnisch veränderten Kulturen auf mehr als 100 Millionen Hektar ausgebreitet. 70% sind resistent gegen Roundup. Und 30% wurden gentechnisch verändert, um den Einsatz eines Insektenvertilgungsmittels namens BT zu ermöglichen. Seit 2001 veröffentlicht das Unternehmen ein Dokument mit dem Titel Our Pledge, unser Versprechen. Eine Art Ethikcharta. In ihr versucht es, auf seine Verleumder zu antworten, seine Praktiken zu rechtfertigen. Im Zentrum des Widerstands gegen gentechnisch veränderte Organismen steht vor allem die Frage der Patente. Das nennt Monsanto sein Recht auf geistiges Eigentum, das seine Investitionen schützen soll. In Nordamerika muss jeder Landwirt, der gentechnisch verändertes Saatgut kauft, einen Technologienutzungsvertrag unterschreiben, mit dem er sich verpflichtet, das Patent des Unternehmens auf das veränderte Gen zu respektieren. Biotech-Sorten sind durch das US-Patentrecht geschützt. Deshalb darf ich aus meiner Ernte auf keinen Fall etwas als Saatgut für das kommende Jahr zurückhalten. Das ist ein Schutz für Monsanto, weil sie ja Millionen Dollar in die Forschung stecken, um diese neue Technologie zu schaffen. Wie kann Monsanto denn erfahren, ob jemand einen Teil seiner Ernte wieder aussät?
Der Artikel von Ignacio Chapella in Nature hat in Mexiko große Erregung hervorgerufen. In der Folge hat das Nationale Ökologieinstitut die Verunreinigung von mexikanischem Mais bestätigt. In Maispflanzen aus 5 verschiedenen Regionen des Landes wurden die Gene Roundup Ready und BT entdeckt. Was wird geschehen, wenn der transgene Mais sich mit traditionellen Sorten kreuzt? Dr. Elena Alvarez hat ein Experiment mit einer heimischen Blume durchgeführt. Sie hat dasselbe Gen in verschiedene Exemplare der Pflanze eingesetzt und dann deren Wachstum beobachtet. Selbst bei 2 genetisch identischen Pflanzen, also deren Genom identisch ist, bei denen alle Chromosomen genau gleich sind und dasselbe Transgen haben, nur dass es sich an verschiedenen Stellen befindet, kann sich bei der Analyse des Phänotyps, also der Blütenform dieser Pflanzen, ergeben, dass einige von ihnen mit der heimischen Art identisch sind. Sie haben eine normale Blüte mit 4 Blütenblättern und darunter 4 Kelchblättern. Andere Blüten sind dagegen aberrant, weichen von der normalen Form ab. Sie haben eine untypische Behaarung, seltsam geformte Blütenblätter und einige dieser Blüten können sogar ganz verunstaltet sein. Der einzige Unterschied zwischen dieser Blüte und dieser, die aussieht wie die heimische Art, ist die Anordnung des Transgens, das an anderer Stelle eingefügt ist. Warum ist das besorgniserregend? Gelangt dieses Saatgut in Mexiko in die Umwelt, setzen sich sehr wahrscheinlich die Transgene in die Genome der einheimischen Arten ein. Das lässt sich nicht verhindern. Ist dieses gentechnisch veränderte Saatgut einmal in die Umwelt gelangt, kreuzt es sich mit den heimischen Arten. Das ist unvermeidlich, weil die Maispollen durch den Wind übertragen werden. Die genetische Basis des einheimischen Mais kann dazu führen, dass sich ein und dasselbe Transgen unterschiedlich auswirkt. Buenos días, los seguimos invitando. Miren, plantas como esta las hemos encontrado sobre todo en la calle, en algún jardín, porque seguramente alguien fue a comprar el maíz a la tienda y pues iba caminando y se le cayeron algunos maíces y esos maíces crecieron. Y entonces de esa manera es como se puede producir la contaminación a las plantas nativas de maíz. Lo que yo entiendo que con el, en el futuro si se deja que esto se prolifere dentro de los cultivos de los campesinos, al rato nosotros vamos a tener que comprar maíz porque nuestro maíz ya no va a servir. Es preocupante. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo le vamos a hacer, no? Una de las recomendaciones que nosotros estamos dando es que si nosotros vemos cosas raras en algún momento, pues le quitemos la espiga, ¿no? Porque la espiga es donde sale el polen. Entonces decimos aguas, ¿sí? Tenemos que ser más vigilantes con nuestras milpas. Könnte dies eine Strategie von Monsanto sein? Was man nicht durch legale Aussaat von gentechnisch verändertem Mais erreicht, erreicht man eben durch absichtliche Kontamination. Daran haben wir tatsächlich schon gedacht. Wenn das Ursprungsland des Mais gentechnisch verunreinigt ist, was macht es danach aus, wenn der Rest des Planeten ebenfalls verunreinigt ist? Das nutzt allein multinationalen Unternehmen wie Monsanto. Wie hat Monsanto auf die Veröffentlichung des Artikels von Ignacio Chapella über die mexikanische Verunreinigung reagiert? Die krummen Touren von Monsanto und die Entlassung des Professors von Berkeley. Verfasst von Jonathan Matthews, der GM Watch leitet, einen Informationsdienst über GVOs. Mit Sitz in Südengland. Nach Ansicht von Jonathan Matthews wurde Ignacio Chapella zum Opfer einer Kampagne, die von AgBioWorld lanciert wurde, einer Pro-Gentech-Website. Am Vorabend der Veröffentlichung des Artikels in Nature hatte eine gewisse Mary Murphy eine E-Mail-Nachricht geschickt, die AgBioWorld an tausende internationaler Wissenschaftler weitergeleitet hat. Sie schrieb: Bestimmt werden die Aktivisten das Gerücht in Umlauf bringen, der mexikanische Mais sei von den Genen des GVO-Mais verunreinigt. Gleich am Tag darauf schickte eine gewisse Endura Smetacek eine zweite Mail-Nachricht mit der Betreffzeile: Chapella, zunächst Aktivist, erst dann Wissenschaftler.
Eine reine Schmierenkampagne. In den ersten Tagen geschah Folgendes. Zuerst einmal waren da Murphy und Smetacek. Dann meldeten sich andere zu Wort. Wir müssen Nature mit einer Gegenkampagne überschwemmen. Der erste gentechnisch veränderte Lebensmittelzusatz, der in den USA auf den Markt kam, führte zu einer großen Epidemie. Erinnern Sie sich, was 1989 mit L-Tryptophan passierte? Yes. Yeah. Es war eine gentechnisch veränderte Aminosäure. Richtig. Wir wissen sehr gut, dass diese Aminosäure Dutzende von Menschen getötet und Hunderte krank gemacht hat. Sie verursachte eine Epidemie einer ungewöhnlichen Krankheit namens IMS. Stimmt. Wie viele Menschen sind daran gestorben? Ja, aber viele 37. Über 1000 behielten gesundheitliche Schäden. Erinnern Sie sich daran? Laut FDA-Unterlagen sagten sie, wir kennen die Ursache von IMS noch nicht und können auch die gentechnische Veränderung des Organismus nicht ausschließen. Haben Sie das gesagt? Ja. Unglaublich. James Mariansky schloss nicht aus, dass die gentechnische Veränderung unerwartete Auswirkungen haben könnte, hat aber keinen Finger gerührt. Gibt es unabhängige Wissenschaftler, die über diese für die Verbraucher grundlegende Frage gearbeitet haben? Arpad Pushtai, ein anerkannter Wissenschaftler, verliert seine Stelle, nachdem er seine Besorgnis über die GVOs geäußert hat. Das war 1998. Arpad Pushtai arbeitete für das Rowett Institute in Schottland und hatte auf Anfrage des Landwirtschaftsministeriums eine Studie über gentechnisch veränderte Kartoffeln geleitet. Ein Budget von mehr als 2 Millionen Euro hatte 2 Jahre lang 30 Forscher beschäftigt, um die Einführung der GVOs in Großbritannien vorzubereiten. Wir waren alle sehr enthusiastisch, auch ich. Das Ministerium dachte, wenn wir in dieser Studie alle Aspekte untersuchten, ergäbe das eine Befürwortung der Gentechnik. Und dann könnten Sie sagen, das führende ernährungswissenschaftliche Labor in Europa habe es für unbedenklich erklärt. Arpad Pushtai ist Spezialist für Lektine. Das sind Proteine, die eine insektenvertilgende Funktion haben und Pflanzen gegen Blattläuse schützen. Die Wissenschaftler vom Rowett Institute haben blattlausresistente Kartoffeln geschaffen, die sie mit dem Gen eines Schneeglöckchens versahen, das dieses Lektin produziert. Zuvor hatten sie überprüft, dass Lektine im natürlichen Zustand nicht gesundheitsschädigend sind. Die gentechnisch veränderten Kartoffeln wurden an Ratten getestet. Sie hatten eine zweifache Auswirkung. Die von den verschiedenen wissenschaftlichen Experten der FDA geäußerten Bedenken waren so eindeutig, dass die für die Verfolgung und Zusammenfassung der Stellungnahmen der Experten verantwortliche Beamtin bei der FDA, Dr. Linda Carl, ein Memo an den Biotechnologie-Koordinator der FDA, Dr. James Mariansky, schrieb. Nach den internen Akten der FDA, die inzwischen zur Veröffentlichung freigegeben wurden, gab es unter den Wissenschaftlern der FDA zahlreiche Kritiker des Vorgehens. Ich habe hier beispielsweise ein Memorandum, das Linda Carl an Sie geschickt hat. Richtig. Sie schrieb, die gentechnischen Verfahren unterscheiden sich wesentlich von herkömmlichen Zuchtverfahren. Von herkömmlichen Zuchtverfahren und nach Auffassung der Fachexperten der FDA beinhalten sie andere Risiken. Es hatten einfach viele Leute unterschiedliche Standpunkte. Natürlich schrieb Linda Carl das in ihrem Memo, aber letztendlich haben alle Wissenschaftler das Verfahren unterstützt, auf das wir uns geeinigt haben. Die FDA hat natürlich den Einsatz der Gentechnik untersucht und es liegen ihr keine Informationen vor, dass die Nutzung Produkte erzeugt, die sich in ihrer Sicherheit oder Qualität von herkömmlichen unterscheiden. Schon vor den Warnungen in den Memos der eigenen Wissenschaftler hatte die FDA eine deutliche Warnung bekommen. Der erste gentechnisch veränderte Lebensmittelzusatz, der in den USA auf den Markt kam, führte zu einer großen Epidemie. Erinnern Sie sich, was 1989 mit L-Tryptophan passierte? Yes. Yeah.
Es war eine gentechnisch veränderte Aminosäure. Richtig. Wir wissen sehr gut, dass diese Aminosäure Dutzende von Menschen getötet und Hunderte krank gemacht hat. Sie verursachte eine Epidemie einer ungewöhnlichen Krankheit namens IMS. Stimmt. Wie viele Menschen sind daran gestorben? Ja, aber viele. 37. Über 1000 behielten gesundheitliche Schäden. Erinnern Sie sich daran? Ja. Laut FDA-Unterlagen sagten Sie, wir kennen die Ursache von IMS noch nicht und können auch die gentechnische Veränderung des Organismus nicht ausschließen. Haben Sie das gesagt? Ja. Unglaublich. James Mariansky schloss nicht aus, dass die gentechnische Veränderung unerwartete Auswirkungen haben könnte, hat aber keinen Finger gerührt. Gibt es unabhängige Wissenschaftler, die über diese für die Verbraucher grundlegende Frage gearbeitet haben? Arpad Pushtai, ein anerkannter Wissenschaftler, verliert seine Stelle, nachdem er seine Besorgnis über die GVOs geäußert hat. Das war noch... Sind das alle Ihre Medikamente? Ich habe hier noch mehr. Wie viel haben Sie in sich? 63,8. Im Blut. Wenn man bei ihm eine Fettbiopsie durchführen würde, läge er wahrscheinlich mit etwa 3 oder 4.000 Milliardstel oder noch mehr an der Spitze aller Messungen. Wie hoch ist eine annehmbare Konzentration? 2,2 Milliardstel, also Nanogramm. Das ist weltweit der Standard. Aber wir hier haben eine höhere Konzentration im Blut und im Körper als die Menschen an jedem anderen Ort der Welt. Ist es üblich, über seine PCB-Konzentration zu sprechen? Wir reden alle darüber. Sogar Kinder sprechen mich auf der Straße an. Ich bin getestet worden und habe 3, so und so viel Nanogramm im Blut. Was meinen Sie, wie lange ich noch lebe? Diese Geschichte ist schrecklich. Aber was denken die Wissenschaftler darüber? Im Netz findet man zahlreiche Artikel über die Auswirkungen von PCB auf die menschliche Gesundheit. Einer der besten Spezialisten ist David Carpenter. Er hat die Untersuchungen der Einwohner von Anniston durchgeführt. Wir alle haben PCB im Körper, auch die Eisbären und die Pinguine. In der Vergangenheit wurde PCB an einigen Standorten freigesetzt. Aber im Laufe der Zeit ist es in die Luft und ins Wasser geraten und wurde weit transportiert. Dadurch ist heute die ganze Welt mit PCB kontaminiert. Durch den Kontakt mit PCB werden viele Krankheiten verursacht. Eine davon, die jeder kennt, ist Krebs. My test results stated that I had 202 parts per billion in my system. Frauen, die schwanger werden und PCB im Körper haben, bekommen ein Kind mit geringerem IQ. 29,6. PCB bewirkt eine Unterfunktion der Schilddrüse. PCB beeinträchtigt die Sexualhormone. He's 2001 haben 20.000 Einwohner von Anniston gegen Monsanto Klage eingereicht. Das Unternehmen und seine Tochterfirma Solusia wurden schließlich dazu verurteilt, $700 Millionen Schadensersatz an die Opfer zu zahlen, den Ort zu dekontaminieren und ein Spezialkrankenhaus zu errichten. Aber was genau wusste das Unternehmen? Eine von dem Umweltschützer Ken Cook geleitete Umweltorganisation aus Washington hat die internen Archive des Unternehmens ins Netz gestellt. Die meisten haben den Vermerk vertraulich. Nach Lektüre vernichten. Ein Dokument von 1937. Der Kontakt mit PCB ruft toxische Auswirkungen auf den gesamten Organismus und akneähnliche Hautausschläge hervor. 1961, nach dem Platzen einer Rohrleitung in einer Fabrik, die PCB verwendet, weisen Arbeiter Symptome einer Hepatitis auf. 1966,
Wissenschaftler setzen Fische im Wasser des Kanals von Snow Creek aus. Alle starben nach 3,5 Minuten. Verschmutzung. Ein 1970 an die Verkaufsleiter gerichteter Brief. Aus diesem Dokument geht die ganze Geschichte hervor. Wir können es uns geschäftlich nicht leisten, auch nur einen Dollar zu verlieren. Monsantos Nachbarn in Anniston wurden nicht über die Vergiftung informiert, der sie ausgesetzt waren, weil das Unternehmen nicht einen Dollar verlieren wollte. Erst als Anwälte für die Menschen in Anniston vor Gericht zogen und das Unternehmen gerichtlich zwangen, diese internen geheimen Unterlagen offenzulegen, erfuhren wir, was Monsanto wusste. Die Leute bei Monsanto kannten die Wahrheit von Anfang an. Sie haben gelogen, die Wahrheit vor ihren Nachbarn verheimlicht und in vielen Fällen vor den Behörden verschleiert. Und wenn sie den Behörden gegenüber Informationen offenlegten, aufgrund derer hätte gehandelt werden müssen, dann stellten sich die Behörden nicht auf die Seite der Menschen, sondern auf die Seite des Unternehmens. Sie bezogen Stellung für Monsanto, unverzeihlich. Sind das alle Ihre Medikamente? Ich habe hier noch mehr. Wie viel haben Sie in sich? 63,8. Im Blut. Wenn man bei ihm eine Fettbiopsie durchführen würde, läge er wahrscheinlich mit etwa 3 oder 4.000 Milliardstel oder noch mehr an der Spitze aller Messungen. Wie hoch ist eine annehmbare Konzentration? 2,2 Milliardstel, also Nanogramm. Das ist weltweit der Standard. Aber wir hier haben eine höhere Konzentration im Blut und im Körper als die Menschen an jedem anderen Ort der Welt. Ist es üblich, über seine PCB-Konzentration zu sprechen? Wir reden alle darüber. Sogar Kinder sprechen mich auf der Straße an. Ich bin getestet worden und habe 3, so und so viel Nanogramm im Blut. Was meinen Sie, wie lange ich noch lebe? Diese Geschichte ist schrecklich. Aber was denn?